Jetzt packen wir es. Guten Abend. Wir haben uns wirklich gefreut auf heute. Ehrlich, weil ich muss sagen, also wir spielen jetzt als Walküren, spielen wir inzwischen seit 32 Jahren. Und man kann sagen, wir haben durch die SPD haben wir Bayern kennengelernt. Ja, weil da hat es nämlich damals noch die Veranstaltung gegeben, Aufruf zur Fantasie. Und da sind wir... Und da sind wir wirklich in so entlegene Käfer gekommen wie Hauzenberg, wo wir vorher gar nicht gewusst haben, dass es das gibt. Aber das haben wir wirklich der SPD zum Verdanken. Und man wird ja oft gefragt, also so von Kritikern nach der Veranstaltung, wenn wir fertig sind, da wird man manchmal gefragt, also was man denn mit seinem Programm erreichen will und was man erreicht hat. Und ich muss sagen, also wenn man sieht, dass man wirklich die SPD seit 32 Jahren immer wieder, gell, in regelmäßigen Abständen, also aufsuchen und bei Veranstaltungen spielen. Und wenn man dann sieht, wo die SPD jetzt steht in Bayern, weiß ich nicht, ob wir was erreicht haben. Jo, ganz cool. Hundert Jahre Freistaat Bayern, das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Aber uns wundert uns schon, seit unserer Geburt sind immer nur die Schwarzen droh. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler, hü. Ja, Leid, was an Dummheit grenzt, das wissen wir drei schon. Und ihr wisst das gewiss auch, Kanada und Mexiko. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler, hü. Der Dobrindt hat mit seiner konservativen Revolution sein Mai ganz weit aufgerissen, ist er spott vorbeigeflogen, hat ihm einer geschissen. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler, hü. Ja, die Menschheit hat einen Knall, bald gibt's Urlaubsflüge ins All. Das Raumfahrt sich wirklich lohnt, schießt ein Trump auf'n Mond. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler, hü. In Berlin dauert alles ein bisschen länger, die Regierungsbildung ist ein Dauerhänger. Aus informierten Kreisen haben wir gehört, dass erst der Flughafen fertig wird. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler. Aus Erfahrung gut, heißt AEG, ein Atomkraftwerk heißt AKW, zum Alphabet sagt man ABC, und Asyl für Deppen heißt AfD. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler. In Amerika regiert der Trump, in Österreich der Kurz. Leid geht's wirklich noch blöder. Frei, mir gern an Söder. Tralala joi, die Herdler, hü hei ho, tralala joi, die Herdler. Aber der Markus Söder ist ein schöner Mann, von die Fürst bis zum Häus. Na, kommt heut der Kopf, der versaut wieder alles. Tralala joi, die Herdler, die Thank you.
Ah. Hat jemand ein Taschentuch? Das geht ja schon gut los. Ich muss jetzt schon heulen vor lauter Lachen. Das ist ja sensationell. Sie haben sicherlich dem Programm entnommen, der Einladung. Wir werden die Weltküren noch mal genießen dürfen heute Abend. Aber jetzt möchte ich Sie erst mal begrüßen. Willkommen zu diesem besonderen Abend, zum Auftakt eines ganz besonderen Jahres, Jubiläumsjahr, 100 Jahre Freistaat Bayern. Mann, Mann, Mann. Sieht da aber noch ziemlich gut aus für das hohe Alter. Und wir werden jetzt versuchen, ein bisschen Revue passieren zu lassen heute Abend. Ein ganz herzliches Grüß Gott Ihnen allen. Ich muss sagen, Wahnsinn. Wir waren echt alle total glücklich und überrascht. So viele Zusagen auf die Einladung zu bekommen, so viele, die sich Zeit genommen haben, und zwar aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Vereine, Verbände, Gewerkschaften, prominente, ganz normale Menschen, Gerichtsbarkeit, viele Ehrenamtliche aus der Wirtschaft, aus der Politik natürlich, Bundes-, Landes-, Kommunalpolitik, viele Künstler, alle, die sich Zeit genommen haben heute Abend. Und ich möchte namentlich begrüßen, besonders im Namen von Markus Rindersbacher, vom Gastgeber, die Nachfahren von Wilhelm Högner, die Högner-Preisträger Alwin Dannhäuser und Matthias Jena, Dr. Charlotte Knobloch natürlich, Prälat Lorenz Wolf, Regionalbischof Michael Grabo, Karl Freller von der CSU-Fraktion, von den Freien Wähler, Dr. Peter Bauer, Katharina Schulze von den Grünen natürlich, Landtagsdirektor Peter Worm und der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, Peter Küspert. Allen, die sich heute Abend Zeit genommen haben. Auch ganz kurz mein Chef, der ist auch da, alle Vertreter der Medien an dieser Stelle. Mein Name ist Christine Rose, ich bin vom Bayerischen Rundfunk und darf Sie durch den heutigen Abend führen. Die SPD hat mich gebeten, Sie mitzunehmen auf eine Art Zeitreise. 100 Jahre Freistaat. Eine sehr spannende Zeitreise, aber bevor wir loslegen und starten, möchte ich den Gastgeber auf die Bühne bitten, den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bayerischen Landtag, Markus Rindersbacher, bitte. Vielen Dank, Frau Rose. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hohe Festversammlung, liebe Freistaatsbegeisterte, wir haben heute 750 Gäste im Bayerischen Landtag anlässlich dieser Festivität zu Gast. Zum ersten Mal machen wir zwei Veranstaltungen unmittelbar hintereinander im 20-Minuten-Rhythmus. Wundern Sie sich also nicht, wenn ich gleich unmittelbar danach in den Plenarsaal gehe, wo die Veranstaltung dann nochmal sequenziell live stattfinden wird vor anderem Publikum. Wir wollen erreichen als SPD-Landtagsfraktion, dass der Freistaat Bayern zwar heute von knapp 750 Gästen gefeiert wird und gerne auch am 8. November 2018 im Bayerischen Nationaltheater auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten mit einigen tausend Gästen. Wir sagen aber auch, der 8. November 2018 gehört allen 13 Millionen Bürgern Bayerns und deshalb werben wir dafür, dass es einen gesetzlichen Feiertag für alle im Freistaat Bayern geben soll. 100 Jahre Demokratie sollten es uns das wert sein. Der 8. November 1918 legte mit der Ausrufung des Freistaats den Grundstein für die Entwicklung Bayerns hin zu einer demokratischen, offenen und modernen Gesellschaft. Ein stolzes Jubiläum. Deshalb auch unser Vorschlag, denn eines darf man in Erinnerung rufen, Bayern first, hier stimmt's. Erstmalig entstand am 7.8. November 1918 auf deutschem Boden eine demokratische Republik und das ohne blutige Gewaltanwendung. Die Monarchie wurde abgeschafft nach 738 Jahren Wittelsbacher. Das Prinzip der Volkssouveränität brach sich den Weg. Zuvor ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen wie Arbeiter und Frauen konnten über allgemeine, direkte, geheime und gleiche Wahlen an der Willensbildung teilhaben. Der repräsentative Parlamentarismus fand an diesem Tag ebenso wie die Proklamation
der Unveräußerlichkeit von Menschenrechten eine entscheidende historische Wegmarke in der bayerischen Freistaatsproklamation. Jedes Menschenleben soll heilig sein, hieß es da, der Vorläufer des heutigen Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes oder des gleichlautenden Artikels 100 der bayerischen Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der 8-Stunden-Tag folgte, die Arbeitslosenversicherung. Wenige Tage nach der Ausrufung des Freistaats wurde zum ersten Mal auf bayerischem Boden ein Wohlfahrtsministerium, heute würde man sagen Sozialministerium, gegründet. Und Heinrich Mann sagte über die 100 Tage der Zeit Kurt Eisners, diese Zeit habe mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre zuvor. Für uns ein Grund, heute mit dieser Auftaktveranstaltung eine Serie zu initiieren, um an dieses Wurzelwerk der bayerischen Demokratie zu erinnern. Gestern in der Plenarsitzung waren die politischen Mitbewerber ein Stück weit überrascht oder vielleicht auch überrumpelt. Vielleicht liegt es daran, dass die heute staatstragende Partei Christlich-Soziale Union erst 28 Jahre nach der Freistaatsausrufung gegründet wurde, lieber Charlie Freller, und auch der bemerkenswerte Auftritt deines Kollegen, lieber Katharina Schulze von Sepp Dürr, erinnerte ein wenig daran, dass möglicherweise die Grünen erst 61 Jahre nach dem Freistaat sich gegründet haben. Tatsächlich geht es uns nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn der Verdacht nahe liegt, um sozialdemokratische Nabelschau. Und nichtsdestotrotz dürfen wir mit Stolz daran erinnern, dass es natürlich die sozialdemokratische Familie im Gesamten war, die in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts den parlamentarischen Weg Bayerns beschritten haben und bereitet haben. Am 4. November, bereits einige Tage vor der Revolution, haben sich drei Männer verabredet, die sich eigentlich nicht leiden konnten. Kein Wunder, es waren drei Sozialdemokraten. Der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner, der Vorsitzende der Mehrheitssozialdemokratie Erhard Auer und der pfälzische Gewerkschaftsführer und bayerische Landtagsabgeordnete Johannes Timm verabredeten sich, dass an jenem 7. November, drei Tage später, die größte Demonstration stattfinden möge, die tatsächlich bis zum heutigen Tag jemals auf bayerischem Boden stattgefunden hat. Es gibt unterschiedliche Quellen, manche sprechen von 60, andere von 100.000 Besuchern dieser großen Friedensdemonstration auf der Theresienwiese. Es gab damals noch keine Mikrofonanlagen wie heute, aber es ist überliefert, wie das damals funktionierte, dass 100.000 Menschen die Rede Eisners und die von Erhard Auer auch verfolgen konnten. Es gab sogenannte Multiplikatoren, alle 50, 70 Meter gab es jemanden, der die Rede vorne hörte und sie dann multiplizierte in die nächsten 70 Meter, 12 an der Zahl, man mag sich das vorstellen, wie irre das damals war. Aber es lag offensichtlich daran, dass 100.000 Menschen kamen, weil Bayern kriegsmüde war. Es gab bereits über 35 Millionen Tote auf den europäischen Feldern des Ersten Weltkrieges. Die Bayern hatten den sogenannten Deutschen Winter noch in den Klamotten, als im Winter zuvor man sich nur von sogenannten Runkelrüben ernährte, also klassischem Viehfutter. Und jene drei Sozialdemokraten aus den unterschiedlichsten Perspektiven waren sich zumindest darin einig, wir müssen was tun, dass es jetzt endlich Frieden gibt. Auch wenn wir unterschiedliche Anschauungen haben, wie wir das mit der Demokratie jetzt machen, auf diesem oder auf jenem Wege, so sind wir uns darin einig, die Menschen jetzt zusammenzuführen. Und es war dann Kurt Eisner, der dann wohl so gegen 22.20 Uhr den Freistaat ausrief und diesen wunderbaren Satz, jedes Menschenleben soll heilig sein, formulierte. Wir wollen als SPD weder Kurt Eisner für uns vereinnahmen, noch so tun, als sei die Revolution jetzt nur ganz unmittelbar mit der Sozialdemokratie verbunden, aber sie ist mit ihr verbunden, ohne jeden Zweifel. Wer den 8. November zum gesetzlichen Feiertag machen möchte, zumindest einmalig in diesem Jahr, der muss natürlich auch daran erinnern, dass diese 100 Jahre Brüche hatte, dass die Demokratiegeschichte keine gerade war von 1918 bis 2018,
Und man muss deshalb auch den 9. November in Erinnerung rufen, gewissermaßen die antidemokratische, menschenverachtende Antipode in der bayerischen und deutschen Geschichte, der 9. November 1923, Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle, der 9. November 1938, die Reichspogromnacht, als die Ideen Kurt Eisners mit der Unveräußerlichkeit der Menschenrechte ins barbarische Gegenteil, ins Morden verkehrt wurde. Und wenn man will, auch den 9. November 1989, als wir Deutsche ein Stück weit mit unserer Demokratiegeschichte wieder versöhnt werden konnten. Die bayerische Feiertagskultur, sie kennt 10 christliche Feiertage, den 1. Mai, den Nationalfeiertag zum 3. Oktober. Das alles wirkt identitätsstiftend, selbstverständlich auch bei uns in Bayern, völlig unzweifelhaft. Aber einen spezifisch bayerischen Feiertag haben wir nicht. Und so war ich bei der gestrigen Plenardebatte, aber auch bei einer parlamentarischen Anfrage schon ein wenig überrascht, als ausgerechnet jene Staatsregierung, die regelmäßig mit den Hosenträgern schnalzt gegenüber Preußen im Wochenrhythmus, jetzt uns mitgeteilt hat, nö, die Feiertagskultur ist national geprägt. Wir Bayern orientieren uns an dem, was Preußen und Berlin uns vorgeben. Wir sagen, meine Damen und Herren, spätestens mit Wilhelm Högner, haben doch alle Regierungen in Bayern und übrigens auch alle 17 Parlamente, alle 17 Landtage seit den späten 40er Jahren mit besonderem Selbstbewusstsein den bayerischen Föderalismus, den Föderalismus im Gesamten und die Eigenstaatlichkeit Bayerns hochgehalten. Gerade im 100. Jubiläumsjahr ist es in besonderer Weise angebracht und auch deshalb sollten wir das ganze Volk, alle Bürgerinnen und Bürger an unserer Demokratie erinnerungskulturell teilhaben lassen, indem wir eben diesen 8. November 2018 zum bayerischen Feiertag erklären. Denn das, was uns zusammenhält in Bayern, die unterschiedlichen Stämme, also jungen Frauen und Männer, das ist natürlich nicht das, was jetzt auch die gesamte Legislaturperiode hier im bayerischen Parlament diskutiert wurde, die sogenannte Einheitskultur oder auch Leitkultur genannt. Nein, das, was uns zusammenhält, sind nicht Schweinebraten oder was auch immer uns kulinarisch in den jeweiligen Regionen Bayerns gerade einfällt. Freibier und Freistaat gehört zwar auch zusammen, aber das ist auch nicht das, was uns zusammenhält, sondern doch hoffentlich das republikanische Bewusstsein, dass wir zwar unterschiedliche Weltanschauungen haben, vielleicht unterschiedliche religiöse Prägungen oder gar keine, eine unterschiedliche soziale Herkunft, aber das, was uns seit dem November 1918 spätestens miteinander verbindet, ist, dass seitdem wir volle Volkssouveränität haben und die Bürger einander auf Augenhöhe begegnen und es nicht mehr Obrigkeit gibt und Untertanen, das ist doch eigentlich das, was uns im Kern, wo auch immer wir uns weltanschaulich ansiedeln, zusammenhalten sollte. Und deshalb brauchen wir mehr Demokratieerinnerung. Deshalb brauchen wir mehr Erinnerungskultur, auch mit Blick auf unser Wurzelwerk der Demokratie im Freistaat Bayern. Dafür wollen wir werben. Noch heute ist Bayern ausgesprochen monarchisch geprägt. Und das sage ich nicht mit Blick auf die Attitüde des einen oder anderen Ministerpräsidenten der letzten Jahrzehnte. Schauen wir uns den öffentlichen Raum in Bayern oder auch in München an. Es gibt Leopoldstraßen, Luitpoldgassen, Maximilianbrücken. Verschiedene Monumente sind nach Herzögen oder nach Fürsten benannt. Die Herzkammer der bayerischen Demokratie hier im Bayerischen Landtag tagt in einem Maximilianeum. In Frankreich ist das anders. Da gibt es in jedem kleinen Dorf als zentralen Platz einen Place de la République, wie selbstverständlich. Und die Straßen erinnern an den Marsch auf die Bastille, weil das der Stolz des Citoyens ist, der Durchbruch, dass die Bürger auf Augenhöhe waren mit diesem Augenblick. Es gibt 150 Republiken, die in der UNO organisiert sind. Die meisten erinnern an ihre Feiertage. In Frankreich ist es ganz selbstverständlich, dass man an den 14. Juli erinnert, 1789, oder die Amerikaner an ihren 4. Juli
1777. Seine pure Selbstverständlichkeit. In Frankreich, allons au fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Kinder des Vaterlandes. Der Tag des Stolzes ist gekommen und der Tag des Stolzes ist der, in dem Augenblick, als wir alle plötzlich gleich waren, mit den gleichen Rechten, als wir einander Respekt gegenüberbrachten. Und in Bayern wird leider viel zu wenig über diese Geburtsstunde unseres Freistaats erinnert und berichtet. In den Schulen kommt das kaum vor. Fast pünktlich zur heutigen Veranstaltung berichtete Spiegel Online, dass viel zu wenig Politikunterricht an den bayerischen Schulen stattfindet. Und raten Sie mal, wenn Sie heute Spiegel Online noch nicht lesen konnten, wer im Bundesländervergleich auf dem 16. letzten Platz liegt. Keinem anderen Bundesland gibt es weniger Politikunterweisung und Demokratieunterricht als bei uns im Freistaat Bayern. Ich glaube, das sollten wir ein Stück weit ändern. Gerade in einer Zeit, in der Demokratie auch Regression erlebt, auf dem europäischen Kontinent, in Amerika und anderswo, wo demokratisch legitimierte Herrscher mit undemokratischen Mitteln den Rechtsstaat attackieren oder die Gewaltenteilung außer Kraft setzen wollen, gerade in einer solchen Zeit ist es wichtig zu wissen, woher man kommt, wo man steht und wohin man will. Und dazu braucht es eine ordentlich gute, gut ausgeprägte Demokratie-Erinnerungskultur. Deshalb habe ich im Übrigen auch dem noch amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten vorgeschlagen, so etwas wie ein Freistaatsmonument oder Denkmal mal sich zu überlegen, ob das nicht einen Sinn gäbe, dass in den bayerischen Dörfern und Städten nicht nur die Reiterstatuen der Herzoge, der Fürsten und der Monarchen stehen, sondern wir vielleicht uns ein Beispiel nehmen am Deutschen Bundestag, der 2007 beschlossen hat, übrigens an einem 9. November, dass es ein Einheitsdenkmal nun geben wird, diese große Wippe, Sie haben es sicherlich gelesen, vor dem Deutschen Reichstag. Ein solches Demokratiedenkmal würde uns in Bayern möglicherweise auch guttun, wenn also vielleicht schon nicht der Feiertag kommt, weil man sich dem nicht anschließen möchte, aus vielleicht auch ökonomischen Gründen. So gibt es viele weitere Wege, die Demokratie zu zelebrieren und zu feiern, so wie wir alle dies heute hier gemeinsam tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ökonomisch können wir uns aus meiner Sicht in Bayern so einen Freistaatsfeiertag im Moment gerade besonders gut leisten. Die Profite für das demokratisch-seelische Volkseinkommen unseres Gemeinwesens sind deutlich höher als die wirtschaftlichen Kosten. Und deshalb seien wir uns gewahr, dass die Demokratie die beste Staatsordnung ist, die wir jemals auf bayerischem Boden hatten, weil sie Solidarität ermöglicht, gleichermaßen wie Gerechtigkeit und wie Freiheit, besser als jede andere Staatsform. Und wir haben ja nun auch bis zum 14. Oktober mit unserer Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, die ich entschuldigen soll, weil sie bei Koalitionsverhandlungen in Berlin ist. Die Walküren haben ja schon bereits darauf hingewiesen. Wir werden genügend Gelegenheit haben, auch auszubuchstabieren, was wir uns unter noch mehr Freiheit, noch mehr Gerechtigkeit und noch mehr Solidarität in unserem Gemeinwesen verstehen, denn wir können gar nicht genug davon haben. Deshalb schließe ich mit den Worten noch einmal von Kurt Eisner vom 8. November 1918, was ein Stück weit auch eine Proklamation vielleicht für die nächsten 100 Jahre sein soll. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Es lebe die Bayerische Republik. Herzlich willkommen in der Herzkammer der Demokratie. Er kommt nachher nochmal. Er geht nur kurz rüber. Sie haben es ja mitbekommen, die Parallelveranstaltung. Es wird ein bisschen hin und her geräumt nachher auch, aber da lassen wir uns nicht davon abhalten. 100 Jahre Freistaat Bayern. Mein Gott, was ist in diesen 100 Jahren alles passiert? Ich denke, das können wir uns tatsächlich mit einer Zeitreise am besten vor Augen führen. 100 Jahre, meine Güte.
und möchten ein bisschen beleuchten die wichtigsten Meilensteine, wie Sozialdemokraten gekämpft haben in diesen 100 Jahren für diesen Freistaat, teilweise unter Einsatz ihres Lebens, wie sie ihn geprägt und so auch dazu beigetragen haben, dass wir hier heute so leben können, wie wir leben. Und wenn wir dann wieder in der Gegenwart angekommen sind, 2018 im Januar, dann sind Sie herzlich eingeladen, hinterher auf einen kleinen Empfang. Sie können sich gerne die Ausstellung auch nochmal anschauen, ganz interessante Bilder, ganz interessanter Input und sich dann gerne auch austauschen, diskutieren bei dem ein oder anderen Glas und Happen, was wir vielleicht auch mitnehmen können aus diesen 100 Jahren für die Zukunft unseres schönen Freistaates. Da denke ich, werden wir eine Menge Anregungen heute Abend bekommen. Und wenn Sie jetzt bereit sind, dann würde ich sagen, starten wir. Und sind jetzt 1918. Ein Leben ohne Handy, ohne Computer, kein Radio, kein Fernsehen. Es ist ein sehr mühsames Leben am Ende des Ersten Weltkrieges. Mühsam ist noch untertrieben. Die Menschen sind ausgelaugt, kriegsmüde, erschöpft. Sie leiden unter Hunger und Krankheiten. Das Deutsche Reich steht vor dem Untergang. Und im Januar 1918 geht es schon los. Gehen die Menschen schon auf die Straße, die Arbeiter, legen die Arbeit nieder und wollen eins: Frieden. Endlich, endlich Frieden. Und wenn wir zurückgehen, genau heute vor 100 Jahren, am 31. Januar 1918, wird dieser gewisse Kurt Eisner festgenommen hier in München. Und er sitzt bis Mitte Oktober in Haft in Stadelheim. Der Mann, der dann am 8. November diesen Freistaat ausruft. Aber die Frage ist natürlich, was ist vorher alles passiert? Wie war das? Wie waren die Umstände in diesem letzten Kriegsjahr? Dazu bekommen wir jetzt eine szenische und, was ich gehört habe, sehr lebendige Lesung von zwei Historikern, die sich damit hervorragend auskennen. Dr. Markus Schmalzel, Archivar bei den Staatlichen Archiven Bayerns und Verfasser der Biografie von Erhard Auer. Und Dr. Georg Schulz, History Manager und Verfasser der Unternehmensgeschichte des Bayerischen Rundfunks. Nicht erschrecken, es kann zwischendrin ein bisschen laut werden. Königreich Bayern im Januar 1918. Seit 3,5 Jahren tobt der Weltkrieg und scheint kein Ende zu finden. Die Kämpfe an der Front sind aus bayerischer Perspektive zwar fern, aber hierzulande ist kaum eine Familie von ihnen verschont geblieben. Zigtausende bayerische Soldaten haben bereits ihr Leben verloren. Am Ende werden es 200.000 sein. Unzählige sind als Kriegsversehrte heimgekehrt, haben Arme, Beine oder wegen ihrer schrecklichen Erlebnisse den Verstand verloren. Auch in der Heimat leiden die Menschen unter dem Krieg. Kohle, Kleidung und vor allem Lebensmittel sind knapp geworden. Für die ärmeren Menschen in den Städten ist der Hunger längst ein alltäglicher Begleiter. Sie müssen sich bei Volksspeisungen versorgen. Viele sind kriegsmüde, nur noch wenige glauben an die Versprechungen eines baldigen Sieges. Die politischen Parteien sind über den Krieg, seine Ziele und Fortsetzung uneins, während die Konservativen und Nationalliberalen weiter auf einen Siegfrieden und unverhohlen auf Gebietszuwächse des Deutschen Reiches spekulieren. Haben sich die Sozialdemokraten über die Frage der Kriegskredite gespalten. Ihre Mehrheit, die MSPD, fordert einen Verständigungsfrieden und politische Reformen im Sinne einer Demokratisierung. Dagegen will eine Minderheit
die im April 1917 mit der USPD eine unabhängige Partei gegründet hat, einen sofortigen Friedensschluss erzwingen. In Bayern spielt die USPD zunächst keine Rolle. Auch im Münchner Umland ist die Anhängerschaft der USPD klein. Ihre zentrale Führungsfigur ist hier ein 1867 in Berlin geborener Journalist und vormaliger Redakteur des Vorwärts, Kurt Eisner. In Abstimmung mit der Berliner USPD will Eisner die Arbeiterschaft auch in München zu einem Streik mobilisieren und damit den Krieg sofort beenden. So führt er am 27. Januar 1918 in den Kolosseumsbierhallen aus: Der jetzige Krieg, er ist kein Zufall, er ist kein Unglück, sondern eine verbrecherische Absicht. Die Stunde der Entscheidung ist nun gekommen, in der die deutsche Arbeiterschaft zur Ehre und zur Rettung des deutschen Volkes vor dem Wüten der verblendeten herrschenden Grollen ein Ende bereiten soll. Haben wir uns denn 3 bis 4 Jahrzehnte organisiert, um im Augenblick der größten Weltbewegung so dazustehen? Sind wir denn alle Hunde? Wir wollen nicht mehr. Ja, wir wollen nicht mehr, genau. Aber es ist jetzt die Zeit, unseren Willen nicht einfach nur kundzutun. Wir müssen ihn auch jetzt durchsetzen. Ein in den kommenden Tagen angezettelter Massenstreik, das ist das Mittel zum Zweck. Und tatsächlich gelingt es Eisner, heute vor genau 100 Jahren in München mehrere tausend Rüstungsarbeiter zum Streik zu mobilisieren. Dafür wird er bereits am nächsten Tag verhaftet. Schnell gelingt es daraufhin, den Mehrheitssozialdemokraten die Arbeiterschaft von der Sinnlosigkeit des Streiks zu überzeugen. Landesvorsitzender der MSPD ist Erhard Auer, 1874 bei Passau geboren und in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, hatte er eine steile Karriere in der SPD an der Seite Georg von Vollmars gemacht, dessen reformorientierte Haltung er teilt. Im 4. Kriegsjahr ist er davon überzeugt, dass die SPD nicht für ein Zusammenbrechen der Heimatfront verantwortlich gemacht werden darf. Für die Lasten und Opfer des Krieges soll die Monarchie, das alte Regime einstehen und nicht die Sozialdemokraten, die unweigerlich als Vaterlandsverräter abgestempelt und niedergemacht würden. Nur dann wäre ein Wahlsieg nach dem Krieg und eine grundlegende Neuordnung auf dem Reformwege möglich. Gerade im letzten Kriegsjahr mahnt er deshalb immer wieder zu Geduld und Disziplin. Mit dem größten Nachdruck wohl am 25. Oktober 1918 im Münchner Wagnersaal. Es ist das Tor zum Volksstaat geöffnet. Aber sollen wir nun mit Anwendung von Gewaltmitteln die Umgestaltung der Gesellschaft und Wirtschaft herbeiführen? Das wäre das Verhängnisvollste, was wir nun unternehmen könnten, und namentlich die deutsche Arbeiterschaft würde der Hauptleidtragende sein. Ja, und hier sollen wir den Kopf hinhalten, ja. Der Prozess der Umstellung der heutigen Klassengesellschaft in eine soziale Gesellschaft ist umso tiefgreifender, je friedlicher die Formen sind, in denen dieser Prozess sich vollzieht. Wir müssen die augenblickliche Gesellschaft auf dem einzig natürlichen und vernünftigen Wege umwandeln, auf dem eine solche Ordnung überhaupt umgestaltet werden kann. Von innen heraus, durch ein allmähliches Übergehen und Hineinwachsen in die kommende Ordnung. Die Sozialdemokratie ist doch keine Sekte, die ihren Zukunftstempel nach unabänderlichen Plänen baut. Sie ist auch keine Schule, die sich anmaßt, den notwendigen Gang der wirtschaftlichen Entwicklung in die Richtung von Lehrmeinungen zwingen zu wollen. Und sie ist auch keine Organisation von Illusionären, die glauben, mit Putschen, Gewalt und Gepolter von heute auf morgen aus dem Jammertal einen Himmel für alle machen zu können. Zu politischen Reformen
sind König, Regierung und die konservative Landtagsmehrheit in Bayern aber erst im Angesicht der definitiven Kriegsniederlage Ende Oktober 1918 bereit. Um der Forderung der Siegermächte nach Demokratisierung gerecht zu werden, soll das Deutsche Reich und auch Bayern nun schnellstmöglich in eine parlamentarische Monarchie umgewandelt und die Sozialdemokraten an der Regierung beteiligt werden, womit die MSPD und Auer am Ziel ihrer Reformpläne gewesen wären. Bevor aber die entscheidenden Reformen in Bayern umgesetzt werden können, ergreift der aus der Haft entlassene Kurt Eisner die Initiative. Am 7. November, nach einer gemeinsamen Friedensdemonstration der sozialdemokratischen Parteien auf der Theresienwiese, bricht er mit einer kleinen Gruppe von Unterstützern zu den Kasernen im Münchner Norden auf. Die dort stationierten, kriegsmüden Soldaten schließen sich den Revolutionären an. Noch in der Nacht werden die wichtigsten Regierungsgebäude und der Landtag besetzt. Im Matheserbräu formiert sich nach Vorbild der russischen Oktoberrevolution ein Arbeiter- und Soldatenrat. Das bayerische Königspaar flieht nach Österreich. Währenddessen ruft Eisner im Landtag die erste Republik auf bayerischem Boden aus, den Freistaat Bayern. Eisners Revolution ist geglückt. Das können die Münchner am Morgen des 8. November 1918 überall in der Stadt auf Plakaten lesen. Auch wenn damit die ursprünglichen Pläne der Mehrheitssozialdemokraten Makulatur sind, erklären sich Erhard Auer, Johannes Timm, Albert Rosshaupter und Johannes Hoffmann dennoch bereit, in der provisorischen Regierung Eisners Verantwortung und Ministerämter zu übernehmen. Und dies nach nur halbtägigen Sondierungen. Dabei ist die Lage alles andere als günstig. Der Krieg ist verloren, die Wirtschaft liegt am Boden, Lebensmittel sind nach wie vor Mangelware. In den folgenden Monaten strömen Tausende vom Krieg traumatisierter Soldaten nach Bayern zurück. Zudem beginnen sich die Gegner der neuen Ordnung bereits wenige Tage nach dem Umsturz neu zu formieren. Und insbesondere Eisner wird zur Zielscheibe rechtsnationaler und antisemitischer Diffamierungen. Linksradikale Rätevertreter fordern derweilen immer gewaltbereiter ein Rätesystem nach russischem Vorbild. Innerhalb der Revolutionsregierung wird gerade die Beziehung zwischen Ministerpräsident Eisner und Innenminister Auer zur Belastung. Dabei sorgen nicht nur die unterschiedlichen politischen Zielvorstellungen für Zündstoff. Während Eisner eine Versöhnung von Rätesystem und parlamentarischer Demokratie vorschwebt, tritt Auer für möglichst rasche Wahlen und für eine schnelle und geordnete Übergabe der Macht an eine demokratisch legitimierte Regierung ein. Zudem trennt die beiden eine innige persönliche Feindschaft. Erhard Auer fasste den Regierungsalltag später folgendermaßen zusammen. Es hat überhaupt wenige Tage gegeben, an denen es zwischen uns nicht zu scharfen Auseinandersetzungen gekommen ist. Eisners Ausspruch war dabei immer dasselbe. Die Unordnung habe ich geschaffen, für Ordnung müssen Sie sorgen. So haben wir gemeinsam regiert. Trotz all dieser Widrigkeiten gelingt es der Revolutionsregierung aber, in gut 100 Tagen eine ganze Reihe langjähriger sozialdemokratischer Forderungen umzusetzen. Nicht zuletzt finden im Januar 1919 erstmals demokratische Landtagswahlen statt. Wohl nach dem freiesten Wahlrecht, das bisher auf der Welt vorhanden ist. Wie Auer es formulierte. An den Wahlen können erstmals alle Einwohner Bayerns, Männer und Frauen, unabhängig von ihrer Steuerleistung teilnehmen. Der nun durchwegs demokratisch legitimierte Landtag kann am 21. Februar 1919 tatsächlich zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Die verfassungspolitische Grundlage hierfür bildet
das von der Regierung Eisner gemeinsam erarbeitete und bereits im Januar 1919 verabschiedete Staatsgrundgesetz. Es sollte nach Eisner garantieren, dass dieses Volk in seiner Gesamtheit frei über die Bedingungen und Formen seines Lebens entscheidet. Das ist das unantastbare, ewige Grundgesetz der Bayerischen Republik. Auch die im August 1919 verabschiedete erste demokratische Verfassung Bayerns wird im Wesentlichen bereits in diesen Monaten formuliert. Das gemeinsame Verdienst der Sozialdemokraten war es damit, frühzeitig die Weichen für die repräsentative parlamentarische Demokratie in Bayern gestellt zu haben. Damit wurden die grundsätzliche verfassungspolitische Ausrichtung des neuen Staatsgefüges festgelegt, eine dauerhafte Abkopplung von der Entwicklung im Reich verhindert und auch institutionell Realitäten geschaffen, die über die Brüche der hundertjährigen Geschichte des Freistaats Bayern hinweg wichtige Orientierungsmarken bilden. Ja, 1918. Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner packt es gleich an. Und zu den ersten Dingen, die er tatsächlich durchsetzt, gehört Akkordarbeit abschaffen, den 8-Stunden-Tag einführen. Ja, diesen 8-Stunden-Tag. Und ein Staatsministerium für soziale Fürsorge einrichten. Ganz wichtig, die Bevölkerung hat so gelitten, denen ging es so schlecht, das war dringend nötig. Und er hat es zumindest versucht, ein bisschen aufzufangen. Und Eisner sorgt dafür, dass der Ministerrat, wir haben es gerade schon kurz gehört, tatsächlich das allgemeine, geheime und tatsächlich gleiche Wahlrecht einführt. Für uns Frauen ganz wichtig. Das ist nämlich der Anfang von uns Frauen in der Politik. Und am 12. Januar 1919 war es dann tatsächlich so weit, wir durften alle wählen. Männer und Frauen ab 20. Und es ist unvorstellbar. Das ist keine 100 Jahre her, das muss man sich einfach noch mal vor Augen halten. Und dazu möchte ich jetzt tatsächlich das Wort an eine der bis heute bekanntesten und sicherlich charismatischsten Sozialdemokratinnen Deutschlands abgeben. Ja, sie hat als bayerische Bundespolitikerin so viel Einfluss. 3 Jahre als Bundesfamilienministerin und sie ist einfach eine so tolle Frau. Renate Schmidt, bitte. Natürlich, gerne. Sie sind so toll. Ja, meine sehr geehrten Herren, meine sehr geehrten Damen, da grummelt es auch heute noch bei dieser Anrede, das ist die Anrede, mit der 1919 die erste Frau, die in einem Bundesparlament, nämlich im Deutschen Reichstag, das Wort ergriffen hat, die hat gesagt, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Damen, es folgte Gelächter, weil man das nicht gewohnt war und sie hat dann gesagt, das ist die Referenz vor dem anderen Geschlecht. Also meine sehr geehrten Herren, meine sehr geehrten Damen, verehrte Anwesende. In diesem Jahr feiern wir das 200. Jubiläum der Verfassung von 1818 und vor allen Dingen den 100. Geburtstag des Freistaats Bayern, der 1918 durch den unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner ausgerufen wurde.
Was das erste Jubiläum angeht, da gibt es in meinen Augen nicht so arg viel zu feiern. Für Frauen noch viel weniger als für Männer. Denn wählen durften 1818 nur Männer und auch das nur, wenn sie Besitz nachweisen konnten und einer christlichen Konfession angehörten. Gerade mal 10-20% der bayerischen volljährigen Bevölkerungen war daher wahlberechtigt. Die Gründe der Konservativen für den Ausschluss von Frauen vom Wahlrecht blieben in den 100 Jahren von der 1818er Verfassung bis zur öffentlich erhobenen Forderung des Frauenwahlrechts durch Kurt Eisner 1918 immer die gleichen. Man höre und staune. Ihre Befähigung, also die Befähigung der Frauen, politische Zusammenhänge zu erkennen, sei nicht gegeben. Sie wüssten das Stimmrecht nicht zu gebrauchen. Sie würden durch die Beschäftigung mit Politik ihre häuslichen Pflichten vernachlässigen. Also da ist was dran, weil die Männer haben ja ihre häuslichen Pflichten immer vernachlässigt. Es würde ihr Gemüt verrohen. Männer hatten offenbar ein ausreichend rohes Gemüt. Und das Gehirn der Frauen sei zu klein, um Politik zu verstehen. Da gibt es beim 100. Geburtstag unseres schönen Freistaates schon mehr zu feiern, vor allem für Frauen. Aber der Reihe nach. Die Sozis waren damals ihrer Zeit weit voraus. Wäre schön, wenn man das heutzutage auch mal wieder mehr spüren würde. August Bebel hatte bereits in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus 1879 gefordert, die Vorurteile, die der vollen Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, zu bekämpfen. 1895 findet sich im Landtagswahlprogramm der bayerischen SPD als Forderung das Wahlrecht für Frauen. Da waren die anderen Parteien noch mit den zu kleinen Frauengehirnen beschäftigt. Und endlich am 12.01.1919 durften bayerische Frauen als erste im Deutschen Reich wählen und gewählt werden. Ein Verdienst der Mehrheits- und der unabhängigen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und der Frauenbewegung, das darf man nicht vergessen, des 19. Jahrhunderts. Über das weder für die Frauen noch für die SPD berauschende Wahlergebnis sei heute der Mantel des Schweigens gebreitet. Wir wollen ja schließlich feiern. Aber die anfangs viel zu wenigen, dann mehr werdenden Frauen, die für die SPD hauptamtlich Politik machten, haben sich nicht beirren lassen, sondern haben Freistaat gemacht. Mehr geworden sind wir unter anderem, weil die SPD 1986 die Frauenquote eingeführt hat, die Bayern-SPD übrigens 2 Jahre vor der Bundes-SPD. Wie wichtig die Quote ist und dass es ohne sie viel zu langsam vorwärts geht, zeigt uns zum Beispiel der Blick auf unseren verehrten politischen Gegner, die CSU. Auf Landesebene dümpelt diese seit längerem bei um die 20% Frauenanteil herum. Auf Bundesebene ist sie mit sage und schreibe 13% Frauen in der CSU-Landesgruppe eine der Hauptverantwortlichen für den dramatischen Rückgang des Frauenanteils im Bundestag. Damit es in Bayern vielleicht ein bisschen schneller geht, hilft die Bayern-SPD gerne mit einem neuen Landtagswahlgesetz nach, das einen paritätischen Frauenanteil sicherstellen würde. Also macht mal! Wir, die SPD hingegen, können heute stolz auf 45% Frauenanteil in der SPD-Landtagsfraktion und 52% in der bayerischen Landesgruppe blicken. Wir hatten die erste weibliche Fraktionsvorsitzende im Landtag, nämlich mich. Und auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, bin ich mir sicher, wer, wenn nicht die SPD, wird die erste bayerische Ministerpräsidentin stellen.
haben frauenpolitischen Staat und wir haben frauenpolitischen Freistaat gemacht, gegen erhebliche Widerstände. Nur weniges sei erwähnt. Ohne die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert gäbe es den Artikel 3 unseres Grundgesetzes nicht. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Ohne diesen Artikel wäre es im Kabinett Helmut Schmidt 1977, man möge sich das mal vorstellen, nicht gelungen, die sogenannte Hausfrauenehe abzuschaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte zum Beispiel mein Arbeitsverhältnis von meinem Ehemann, der hätte sich nie getraut, von meinem Ehemann ohne meine Zustimmung gekündigt werden können. Ohne Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hätte es weder die Gleichstellung als Staatsziel noch infolge davon Gleichstellungsgesetze und Stellen in Ländern und Kommunen und das sogar mit erheblichen Verzögerungen in unserem schönen Freistaat gegeben. Auch das Umsetzen eines Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz war eine essentielle Forderung der SPD. Ich erinnere mich noch an den Hohn und Spott, als ich das 1991 im Bundestag gefordert habe. Und in Bayern hat wieder mal dessen Umsetzung etwas länger gedauert als anderswo. Die Zerstörung der bayerischen und deutschen Familie hat mir die CSU hier im Bayerischen Landtag in den späten 90er Jahren vorgeworfen, weil ich Betreuungseinrichtungen für unter Dreijährige und sogar Ganztagsgrundschulen gefordert habe. Kann man in den Protokollen nachlesen. Ersteres konnte ich als Bundesfamilienministerin auf den Weg bringen. Dass Letzteres notwendig ist, hat die CSU mit 20 Jahren Verspätung jetzt auch endlich erkannt. Nicht ganz so lange hat es gedauert, bis der bayerische Sonderweg beim Betreuungsgesetz für den Paragraphen 218 gekippt wurde. 90 Stunden Debatte haben wir in den Ausschüssen und im Plenum dazu 1996 erzwungen. Dennoch setzte die CSU das Gesetz durch, aber es hielt gerade mal ein Jahr, bis das Bundesverfassungsgericht, wie wir es prophezeit hatten, den bayerischen Sonderweg als verfassungswidrigen Irrweg erkannt hat. Verehrte Anwesende, viel haben wir in diesen 100 Jahren für die Menschen im Freistaat Bayern und in Deutschland erreicht. Vom Frauenwahlrecht über die Quote bis zum Staatsziel Gleichstellung, einer Regelung des Paragraphen 218, der ungeborenes Leben schützt und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ebenso. Von der Abschaffung der Hausfrauenehe über den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem zweiten Lebensjahr, den Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bis hin zum Konzept eines Elterngeldes. Aber sehr viel bleibt auch noch zu tun. Im Freistaat müssen wir endlich von unserem beschämenden Rang 14 beim Ausbau der Kitas für unter Dreijährige wegkommen und endlich mehr investieren in unsere Jüngsten, Kinderarmut bekämpfen und für bessere Qualität von Kindertagesstätten sorgen. Frauen und Männer müssen endlich gleich bezahlt und angebliche Frauenberufe. Und angebliche Frauenberufe aufgewertet werden. Es ist nicht einzusehen, dass ein Computernerd ein Vielfaches von dem verdient, das eine Altenpflegerin, eine Krankenschwester, eine Erzieherin bekommt. Arbeit für Menschen sollte uns endlich genauso viel wert sein wie Arbeit mit Dingen. Wir brauchen einen Anspruch auf Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung nach einer Phase der Teilzeittätigkeit. Und zwar nicht nur in einem Teil der Betriebe. Und wirksame Konzepte gegen Altersarmut, die vor allem Frauenarmut ist. Wir brauchen Quoten auch für die Privatwirtschaft und nicht nur für Aufsichtsräte und Vorstände und nicht nur für börsennotierte Unternehmen. Und. Und deshalb möchte ich heute noch an ein weiteres Jubiläum erinnern. Vor 50 Jahren, 1968, haben die damals Jungen, meine Generation,
aufbegehrt gegen den Muff unter den Talaren, gegen das Verschweigen und Verharmlosen der Nazi-Vergangenheit und gegen Verklemmtheit und Spießbürgertum und sind eingetreten für eine offene, lebendige, diskussionsfreudige Demokratie. Nicht alles war richtig damals. Insbesondere war das Akzeptieren von Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen falsch. Aber vieles war wichtig für unser Land, für seine Weltoffenheit und seine Toleranz. Wichtig war auch der 1968er Tomatenwurf von erbosten Frauen, der wohl notwendig war, weil auch linke Männer manchmal sehr borniert sein können. Dieser Tomatenwurf leitete die neue Frauenbewegung ein und damit einen neuen, die Gesellschaft grundlegenden veränderten Feminismus. Auch da gab es Irrungen und Wirrungen. Aber ohne das Infragestellen der damaligen, die Frauen unterdrückenden Strukturen, stünden wir heute nicht da, wo wir sind. Heute, im Jahr 2018, gibt es wieder einen neuen Aufbruch der Frauen. Und endlich wird auch die Machtfrage gestellt. Nicht zuletzt auch über die MeToo-Bewegung. Ich wünsche mir, dass sich die SPD hier ein- und mitmischt. Und ich schließe deshalb mit einem Zitat meiner Vorgängerin, zehnmal, Käthe Strobel, die in diesem Jahr 111 Jahre alt würde und die 1968 gesagt hat, Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alleine den Männern überlassen könnte. In diesem Sinne, und in diesem Fall spreche ich nur die an, Genossen und vor allen Dingen Genossinnen, strengt euch an, sorgt für eine Gesellschaft der gleichen Chancen, der gleichen Pflichten, der gleichen Rechte, für ein besseres Leben für uns Frauen, für unsere Kinder und nicht zuletzt für unsere Männer. Und das nicht erst in 100 Jahren. Kurzer Umbau. Während kurz ein bisschen umgebaut wird, kommen wir wieder zurück auf unserer Zeitreise in das Jahr 1933. Eines der dunkelsten Jahre des Jahrhunderts. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Der Beginn des Dritten Reiches. Das Ende der Demokratie in Deutschland. Ausgeschaltet durch das Ermächtigungsgesetz, das die gesamte Staatsgewalt in Hitlers Hände legt. Am 29. April 1933 war die letzte Sitzung des Bayerischen Landtages für 13 lange Jahre. Wie schon die Kollegen kurz zuvor in Berlin, stimmen die bayerischen Sozialdemokraten geschlossen gegen dieses Ermächtigungsgesetz. Vergeblich. Es wird beschlossen. Das Gesetz, das in Bayern den zynischen Titel trägt, Gesetz zur Bekämpfung der Not des bayerischen Volkes und Staates. Und damit nimmt das Grauen seinen Lauf. 12 Jahre Nazi-Terror. Und was hören wir heute? Heute hören wir, dass über die Hälfte der Deutschen davon nichts mehr wissen will. Fast 60% möchten einen Schlussstrich darunter ziehen unter dem, was war. Die Studie der Bertelsmann Stiftung besagt auch, über 80%
der Deutschen wollen die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen. Das muss man sich mal vor Augen führen. 80%. Diese Studie ist vor 3 Jahren erhoben worden. Ich möchte gar nicht wissen, wie es heute wäre. Abgehakt, vorbei, ich will nichts mehr wissen. Das können wir nicht zulassen. Gerade jetzt. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen der Populismus so um sich greift, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien, ohne Kontrolle, da wird draufgehauen, da wird behauptet, da wird einfach von sich gegeben, völlig egal, wie die Geschichte wirklich war. Das kann es nicht sein. Und deswegen ist es ganz wichtig und dann doch auch wieder schön zu sehen, was am vergangenen Samstag war, tatsächlich am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, dass ganz viele Prominente ein Zeichen gesetzt haben im Netz und gepostet haben. Hashtag We Remember. Erinnern. Darum geht es auch Dr. Hildegard Kronawitter sehr. Die Erinnerung an die Zivilcourage. Sie ist die Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung. Und tatsächlich diese Erinnerung, Zivilcourage, Widerstand gegen das Naziregime, das wachzuhalten. Wie können wir das Bewusstsein für unsere wertvolle Demokratie wieder stärken, noch mehr stärken, trotz aller Umstände? Und dazu darf ich Dr. Hildegard Kronawitter auf die Bühne bitten, zusammen mit Volkmar Halbleib, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. Zu einem kleinen, schönen, feinen Bühnengespräch. Nehmen Sie Platz. Ja, wir schauen vielleicht noch kurz, bevor wir uns den Fragen widmen, was sagt es uns heute? Vielleicht noch mal in das Jahr 1933 zurück. Markus Rindersbacher hat ja den 9. November 23 genannt und den 9. November 1938. Dazwischen liegt tatsächlich ja, 2 Schicksalstage. Ein Schicksalstag für Deutschland, das war der 24. März 1933, Ermächtigungsgesetz im Reichstag gegen den Widerstand der Sozialdemokraten dort. Aber eben auch, was viele nicht wissen, nochmal eine Entscheidung im Bayerischen Landtag am 21. April 1933. Das war sozusagen der Schicksalstag der Bayerischen Demokratie. Und auch hier haben die Sozialdemokraten Widerstand geleistet und gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt. Wir blicken vielleicht ganz kurz zurück nochmal auf die Stimmungslage dieses Tages. Denn zum einen war schon ein Fraktionsmitglied ist erschienen, das nicht mehr an der Abstimmung teilnehmen konnte, das aus dem Konzentrationslager kam, das schon blutig geschlagen war. Also die sozialdemokratische Landtagsfraktion hat gesehen, was passiert mit den Gegnern des Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite war auch mit dieser Abstimmung noch keine Vorstellung, dass die Demokratie tatsächlich endet. Es war vielleicht die Hoffnung verbunden, ja, es geht weiter, die Nationalsozialisten werden vielleicht eine vorübergehende Erscheinung sein. Deswegen meine erste Frage, warum hofften so viele Sozialdemokraten damals, auch der SPD und vor allem der SPD, sie würden im Sinne der Demokratie weiterarbeiten können? Tatsächlich war dieser 29. April dann der letzte Tag der Sitzung des Landtags für lange Jahre und konnte man sich nicht vorstellen, dass die nationalsozialistische Machtergreifung dazu führt, dass keine Demokratie mehr ist. Wie kann man sich in die Gesinnungslage, in die mentale Lage der damaligen Sozialdemokraten zurückversetzen? Es ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen aus der heutigen Sicht. Wilhelm Högner beschreibt in seinen Erinnerungen, aber auch der Herr Schmalzel, den wir gerade zu Auer gehört haben, berichtet, dass der Landtag wurde ja neu installiert. Er sollte zusammengesetzt werden nach dem Parteienergebnis bei der Reichstagswahl am 5. März 1933. Und es wird also berichtet, man habe von den Parteien her die Leute benannt. Es war ein glatter Verfassungsbruch schon passiert und trotzdem hatten auch die SPD-Parlamentarier das Ansinnen,
Sie würden künftig weiter im Parlament tätig sein können. Sie würden gebraucht werden. Und das ist aus heutiger Sicht schwer vorzustellen, aber zu dieser damaligen Zeit war eben auch die Hoffnung mit verbunden. Es kann vielleicht nicht so lange dauern. Es kann nicht so schlimm sein. Wir wissen es nicht genau. Wir kennen nur Berichte über die damalige Zeit. Vielleicht ein Blick auf die andere Seite derjenigen, die auch im Bayerischen Landtag diesem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben. Und da vor allem der Blick auf die Bayerische Volkspartei, die ja später, aus der später die CSU hervorgegangen ist, wo wir mit Sicherheit sehr viel unterschiedliche Einstellungen zu den Entwicklungen der NSDAP hatten. Es gibt ein böses Zitat des Fraktionsvorsitzenden der PVB von 1928, als die SPD-Landtagsfraktion aufgrund von Ausschreitungen im Landtag ein NSDAP-Verbot beantragte. Und es ist überliefert, ein Zitat vom BVB-Fraktionsvorsitzenden Hans Müller: Wir werden Ihnen von der SPD doch keinen Gegner vom Leibe schaffen. Wir bilden mit der NSDAP eine Kampfgemeinschaft gegen den Marxismus. Das ist mit Sicherheit nicht flächendeckend für die Bayerische Volkspartei so anzunehmen. Aber wie war denn der Blick der Bayerischen Volkspartei auf dieses Ermächtigungsgesetz? Was hat man damit verbunden? Die Argumentation war ja im Wesentlichen, die Not der Stunde, die Not der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei zu groß, als dass man durch parlamentarische Beratung noch länger zuwarten könne, bis Entscheidungen fielen. Das ist ja ein Argument, das heute auch immer wieder mal so ein bisschen durchklingt. Parlamentarismus, Konsensfindung braucht Zeit. Was kann man dazu sagen? Also festhalten können wir tatsächlich, dass 16 SPD-Abgeordnete, 15 Männer, eine Frau gegen dieses Gesetz gestimmt haben. Drei weitere Fraktionen im Landtag, die Nationalsozialisten, die BVP und die Deutschnationalen, haben dem Gesetz zugestimmt. In den Protokollen des damaligen Tages wird hervorgehoben, die Not sei so dramatisch, die Regierung müsse handeln können, sie dürfe nicht gebremst werden. Es waren vermeintliche Sachargumente und wunderbar hat Albert Roßhaupter, der für die SPD die Ablehnung begründet hat, Folgendes formuliert: Die Regierung verfügt im Landtag über eine ausreichende Mehrheit. Wir halten deshalb ein Ermächtigungsgesetz für überflüssig und können ihm auch aus unserer grundsätzlichen Einstellung heraus nicht zustimmen. Das heißt, das Argument, die Regierung müsse handeln, das war im Grunde genommen zwar von allen anderen drei Fraktionen vorgebracht worden, letztlich ein Scheinargument, aber es ist für uns schwer nachzuvollziehen aus heutiger Sicht, warum die BVP, warum die Deutschnationalen nicht gemerkt haben, dass diese Schicksalsstunde auch die Schicksalsstunde der Demokratie ist und die Selbstentmündigung des Parlaments. Und vor diesem Hintergrund können wir rätseln, was die Motivation war. Wir können sagen, und das will ich so wirklich auch sehen, die Sozialdemokratie fühlte sich von ihrer Bewegung her ganz elementar dem demokratischen Prinzip verpflichtet. Und von diesem Prinzip aus war es klar, man kann eine Verfassung nicht aushebeln und man darf sich daran nicht beteiligen. Das würde ich so als eine Erkenntnis daraus ziehen. Gehen wir vielleicht zu den von Frau Rose angesprochenen Lehren aus diesem besonderen Tag mit dramatischen Folgen für die deutsche Demokratie, für die heutige Zeit. Da sind vielleicht zwei Aspekte wichtig. Zum einen, was kann man denn 10 Jahre Bayerischer Landtag, auch die Erfahrung einer Politikerin, welche Lehren kann man als Politiker, als Mandatsträger, schwer vergleichbar die Blickwinkel, aber welche Lehren zieht man heute als Politiker, als Mandatsträger, als Abgeordneter eines Parlaments aus einer solchen Geschichte? Also es ist ein Lehrbeispiel für uns in der Vergangenheit und es
bleibt ein Lehrbeispiel für alle, die im Parlamentarismus sich engagieren und wissen um die Strukturen und dass diese Strukturen zu erhalten sind. Also ich bin jetzt auch mit einer persönlichen Bemerkung dabei. Natürlich als SPD-Abgeordnete im Landtag, als Abgeordnete, müht man sich schon schwer ab. Das war, glaube ich, vor 10 Jahren genauso, wie es heute ist. Und trotzdem braucht es immer diese Erkenntnis. Die Opposition ist das Korrektiv. Die Opposition muss kontrollieren, muss Impulse setzen und muss Handeln einfordern. Und in diesem Sinne ist auch das eine Lehre daraus, zu sagen, damals wussten wir, dass man ein parlamentarisches System nicht aufgeben darf. Und wir wissen es heute auch nicht. Natürlich, Gott sei Dank, haben wir viele andere Strukturen. Und ich persönlich verfolge immer sehr aufmerksam noch, wenn die SPD-Fraktion, Anne tun es gelegentlich auch, den Bayerischen Verfassungsgerichtshof anruft. Weil ich immer denke, das ist notwendig, um sozusagen ein Handeln vor unserer Verfassung zu prüfen. Und das gefällt mir immer sehr gut. Also das, glaube ich, ist auch eine Situation. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der Verfassungsgerichtshofspräsident genickt hat, aber er hat es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja, vielleicht noch als Anmerkung. Als Weiße Rose Stiftung befassen wir uns sehr intensiv auch mit der Botschaft, die sich mit diesem Widerstand damals bis heute verbindet. Ich würde sagen, die Botschaft damals, die Botschaft, die uns heute gegeben ist, durch das Handeln der SPD-Fraktion, durch ihr mutiges Eintreten. Und wir müssen uns immer auch klar machen, dieses Nein hat ja Otto Wels im Reichstag so wunderbar formuliert, Roßhaupter hat es hier gut nachlesbar für Bayern formuliert, ist ja dieses elementare Bekenntnis zur Demokratie und gleichzeitig mit einem unglaublichen Mut vorgetragen. Wir kennen die Berichte von Wilhelm Högner, wie sie letztlich gefährdet waren, auch körperlich gefährdet und bedroht waren von den Nationalsozialisten. Und ich kann nur sagen, es ist ein großes Glück, und dass heute Parlamentarier sich nicht mehr in die Enge gefühlt sehen, wenn sie mit einer Position auftreten, die vielleicht einer Mehrheit nicht gefällt. Dankeschön. Vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Markus Rindersbacher hat von der Regression der Demokratie gesprochen, die wir wahrnehmen. Auf der anderen Seite, wir haben eine gefestigte Demokratie, die Zivilgesellschaft ist wach. Was glaubst du, kann man heute mit der Erinnerung an die Geschichte des Ermächtigungsgesetzes heute noch in der politischen Bildung, in Bewusstseinsarbeit, vielleicht auch gegenüber jungen Leuten noch erreichen? Was ist da die Botschaft für die ganz normalen Menschen aus dieser Geschichte? Dieser fast zur Formel gewordene Satz, wäre den Anfängen, stimmt natürlich auch in dieser Richtung. Tatsache war ja schon, dass ab Ende März durch zwei Gesetze die Gleichschaltung der Länder erfolgte, und diese Gleichschaltung waren Verfassungsbrüche. Also die Lehren sind, Verfassungsbrüche dürfen nicht hingenommen werden. Wenn wir heute so sensibel über die Vorgänge in der Türkei diskutieren, dann interpretieren wir diese Vorgänge gerade auch vor dem, was hier in unserer Vergangenheit passiert war. Also insofern, wach bleiben ist etwas, sich einsetzen und wissen, dass gegen Rassismus angetreten werden muss, dass Intoleranz nicht geduldet werden kann und dass Mut von jedem Mann und jeder Frau gefordert ist, damit wir frei sein können. Dankeschön für diese Botschaften, Dr. Hildegard Kronawitter.
Jetzt machen wir einen Sprung auf unserer Zeitreise. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Stunde Null. Deutschland am Boden. Die Städte liegen in Trümmern. Kein Gas, kein Strom, keine Heizung. Und Hunger. Hunger, Hamsterfahrten aufs Land, Wohnungsnot, große Wohnungsnot. Etwa 20 Millionen Menschen sind in Deutschland obdachlos oder müssen in schwer beschädigten Häusern leben. In Bayern haben 2,8 Millionen Menschen kein eigenes Dach über dem Kopf. Und Bayern wird Teil der amerikanischen Besatzungszone. Wilhelm Hoegner im September 1945, bayerischer Ministerpräsident. Zum ersten Mal, in den 50ern dann ja nochmal. Der Sozialdemokrat gilt als der Vater der bayerischen Verfassung. Auf ihn gehen ganz wichtige Dinge zurück, so Dinge wie Bürgerbeteiligung, Bürgerbegehren, Volksentscheid, dass wir die Landräte direkt wählen. Kommen unsere beiden Historiker wieder. Wir sind bei der bayerischen Verfassung. Und Hoegner setzt sich ein für bezahlbaren Wohnraum. Ein großes Problem. Damals wie heute bezahlbarer Wohnraum. Könnten wir gut gebrauchen, wieder so ein Hoegner, oder? Haben wir auch da. Da sitzt er. Er ist der Urenkel Ludwig Hoegner. Diplom-Informatiker und wie er sich selbst charmant nennt, Trachtensozi. Bitte auf die Bühne. Ja, es gäbe vieles, was ich bei meinen Vorrednern ergänzen oder kommentieren könnte. Vielleicht nur einen Kommentar, Markus, weil du wieder da bist. Die Idee eines bayerischen Feiertags ist natürlich wunderbar und eine hervorragende Sache. Die Bayerische Verfassung schlägt dazu auch einen Tag vor, nämlich den Jahrestag der Verabschiedung der Bayerischen Verfassung, der ja als der Tag, der den Begriff des Freistaats mit Inhalt gefüllt hat, ja noch viel besser geeignet wäre. Eine Sache, die die Staatsregierung leider auch fortwährend ignoriert, weswegen das ja nach wie vor die Bayerische Einigung, Bayerische Volksstiftung übernehmen muss, diesen Verfassungstag dann zu begehen. Aber wie gesagt, die Forderung, ihn zum Feiertag zu machen und auch an den Schulen bekannt zu machen, die ist ja bis heute leider offen. Also vielleicht auch eine Anregung, die man der Staatsregierung mal wieder mitgeben könnte. Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr historisch reden, sondern ich meine aktuell vierten Generation in der SPD, da treiben mich im Moment natürlich ganz andere Sachen um. Hauptsächlich sind es zwei Fragen. Die erste Frage, wie wird man als Sozi Ministerpräsident in Bayern? Und die zweite Frage, wie machen wir wieder verständliche Politik? Und ich werde versuchen, ganz kurz... Und ich werde versuchen, nur ganz kurz auf beide Fragen einzugehen. Die erste, wie wird man als Sozi-Ministerpräsident, ist eigentlich relativ schnell erledigt. Die Antwort ist, man lässt sich von den Amerikanern ernennen. Und das war tatsächlich eine recht überstürzte Aktion. Da wird er abends zur Militärregierung in die Holbeinstraße gerufen, rechnet damit, dass er mit dem Aufbau der bayerischen Justiz betraut wird. Und dann steht er da also da zusammen mit Fritz Schäffer, seinem Vorgänger als Ministerpräsidenten. Und dann wird also ein Schreiben vorgelesen, dass also die bisherige Regierung entlassen ist. Und dann heißt es, Sie, Herr Dr. Wilhelm Hoegner, werden hiermit zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt. Haben Sie noch Fragen? Aus. Dann hat man ihn wieder heimgefahren und erklärt, dass er am nächsten Tag mal noch nicht ins Büro kommen soll und dann war er halt Ministerpräsident. Und das Spannende ist, was man aus heutiger Sicht der amerikanischen Politiker gar nicht erwarten möchte, er bekam ja den Auftrag, eine Einheitsregierung zu bilden, natürlich mit der CSU, aber auf besonderen Wunsch der amerikanischen Besatzer mit den Kommunisten. Die Idee wären die vermutlich ein paar Monate später schon nicht mehr gekommen. Aber er war ja, wie schon gesagt, auch 1954 noch einmal Ministerpräsident. Und die Vorgeschichte ist absolut tagesaktuell, denn er wurde Ministerpräsident aus einer großen Koalition heraus.
Es gab ja zwei große Koalitionen, die erste 1946, zu der die Amerikaner die CSU ja gezwungen hatten, aus der die SPD-Minister widerwillig nach 2 Jahren auf Druck des linken Flügels der Partei und von Kurt Schumacher ja austreten mussten, was sie später sehr bedauert haben. Die zweite große Koalition war dann ja recht erfolgreich und führte am Ende eben zur Viererkoalition. Wir geben es gerne zu, ein bisschen Glück war auch dabei, weil die CSU halt der Meinung war, sie hat die Bayernpartei in der Tasche. Manchmal gehört ein bisschen Glück auch dazu, aber wer weiß, ich meine, wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, ein bisschen was geht dann schon immer. Auf jeden Fall deswegen auch mein Wunsch an die Natascha, wenn du sie wieder siehst, große Koalitionen bedeuten nicht per se den Niedergang der Sozialdemokratie. Viel entscheidender ist die Frage, wie kommuniziere ich meine Politik? Und da kann man jetzt viele Dokumente herausziehen, zum Beispiel das Regierungsprogramm der Bayern-SPD für 1945 war ein DIN A4-Blatt. Stand aber alles Wichtige drin, es fehlte irgendwie nichts. Knüpfte direkt an das Heidelberger Programm von 1927, das war übrigens 7 Seiten lang. Also wir haben da ein gewisses Optimierungspotenzial, was die Länge unserer Kommunikationen angeht. Und ich möchte es konzentrieren einfach auf ein paar Paragraphen aus der Bayerischen Verfassung, die einerseits zeigen, wie klar man Sprache formulieren kann, wie volksnah man sie formulieren kann und vielleicht gleichzeitig auch als Auftrag an die Bayern-SPD, welche Ziele denn in einem Landtagswahlprogramm eine wichtige Forderung wären und vielleicht als Nebensatz, wenn der Präsident des Verfassungsgerichtshofs schon da ist, vielleicht auch der ein oder andere Hinweis, an welcher Stelle man die Staatsregierung daran erinnern könnte, welche politische Richtung der Volkswille 1946 vorgegeben hat. Das scheint ihr nicht immer so ganz bewusst zu sein. Zunächst mal, dass ich zumindest an einer Stelle mal den Begriff Freistaat erwähnt habe. Der Artikel 1, Bayern ist ein Freistaat, aber dass dieser Satz so heißt, war eine Last-Minute-Entscheidung. Es gab bereits eine in die Schreibmaschine getippte Endfassung, in der stand, Bayern ist eine Republik. Und mein Urgroßvater hat dann auf der Zielgeraden das durchgestrichen und Freistaat drüber geschrieben, weil er mit dem Begriff Freistaat mehr verbunden hat wie mit dem Begriff einer Republik. Denn Republik ist was Unabhängiges, Separatistisches, was man ihm ja gern unterstellt hat. Freistaat bedeutet, man ist in einer föderalen Struktur eingebettet mit dem Maximum an föderalen Rechten. Das ist ein fundamentaler Unterschied, der bis heute, egal wer in Bayern regiert, die Politik ja sehr stark geprägt hat. Aber vielleicht ein paar Paragraphen, an denen man einfach erkennen kann, wie unterschiedlich zum Grundgesetz die bayerische Verfassung strukturiert ist. Artikel 3, Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Der Begriff Sozialstaat kommt im Grundgesetz jetzt eher nicht so prominent vor. Hier ist es gleich der Artikel 3, der also definiert, der Staat ist, die Verfassung definiert nicht nur die Ordnung des Staates, sondern auch ihre Aufgaben. Beim Verfassungsgerichtshof würde man sagen, das sind Programmsätze, damit bloß keiner auf die Idee kommt, sie per Klage einzufordern. Sehr schön, wie gesagt, tagesaktuelle Paragraphen sind immer toll. Artikel 105, wer die Verfassung kennt, wird jetzt zucken. Da steht, Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Bayern geflüchtet sind, dürfen nicht ausgeliefert oder ausgewiesen werden. Ich nehme dem Applaus, dass ich es nicht weiter kommentieren muss. Der Artikel 106 zum angemessenen Wohnraum, den hatten wir ja schon. Interessant ist auch, die Förderung des Baus billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. Und da tut sich jetzt, da hat die Bundesbauministerin erhebliche Schwierigkeiten, dem Freistaat Bayern klarzumachen, dass er dafür Geld in Anspruch nehmen kann. Warum auch immer auf GBW-Wohnen und sowas braucht man ja gar nicht weiter eingehen. Aber diesen Paragraphen lese ich gern vor, wenn ich am 1. Dezember Vorlesungen in der Uni halte, weil Studenten kennen dieses Wohnraumproblem ja auch. Ebenso wie den Artikel 131, Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern Herz und Charakter bilden. Da sind wir wieder bei dem Sozialkunde- und Politikunterricht, der in Bayern zu kurz kommt. Also man sieht, es passt dann schon alles sehr gut zusammen. Dann vielleicht zur Gleichberechtigung. Ursprünglich hieß es mal, die Mädchen sind außerdem in Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. Diesen Makel konnten wir mit 50 Jahren Verzögerung dann auch beheben, dass mittlerweile auch Männer wie ich lernen dürfen, wie man seine Kinder wickelt. Applaus
Und wenn wir an einen ganz fundamentalen Artikel denken, merkt, wir kommen jetzt in den Bereich, der im Grundgesetz gar nicht mehr behandelt wird, Artikel 151. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Da muss man fair sein. Das ist im Alltag schwer umzusetzen. Und da bin ich jetzt bei Martin Schulz und seiner Forderung nach einer Vertiefung der europäischen Beziehungen. Denn wie kriegen wir denn Firmen und Kapital dazu, sich dem Gemeinwohl zu unterstellen? Nur indem wir eine so große Gemeinschaft an Völkern und an Staaten bilden, dass wir es ihnen tatsächlich noch vorschreiben können. Und es geht natürlich nicht, wenn die einen mal 12% Unternehmenssteuer verlangen, die anderen mal gar keine, die dritten dafür Kapitalerträge freistellen. Also da sieht man, das ist der Kernpunkt, an dem die europäische Einigung wichtig ist. Und das war aus meiner Sicht einer der großen Fehler des Bundestagswahlkampfes, das nicht klarzumachen, dass es bei Europa nicht darum geht, ob wir den Griechen mal ein paar Milliarden erlassen oder ob die Franzosen ein halbes Jahr früher in Rente gehen dürfen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass wir gegen ein globales Kapital nur Chancen haben, wenn wir ähnlich wie die USA, ähnlich wie China ein Wirtschaftsraum sind, dem sich ein Unternehmen beugen muss, weil es auf die Gewinne, die es in diesem Raum erzielen kann, nicht verzichten kann. Und dann sind wir bei einer Sache, die die SPD immer gefordert hat und in all ihren Koalitionsregierungen nicht durchsetzen konnte, auch heute wieder aktuell, Bodenrechtsreform. Das große Vorhaben, das nie umgesetzt werden konnte. Warum? Man war ja entweder in einer großen Koalition mit der CSU oder in einer Viererkoalition mit der FDP und der Bayernpartei. Also man sieht, die Möglichkeiten, seine Wünsche durchzusetzen, sind begrenzt und deswegen auch an eine möglicherweise zukünftige große Koalition in Berlin, an uns selbst der Anspruch, mehr zu unterscheiden zwischen dem Regierungshandeln und dem Parteiwunsch. Wir sind immer viel zu sehr Verteidiger der Regierung, anstatt dass wir sagen, was wir gemacht hätten, wenn wir nicht 20, sondern 50% gehabt hätten. Gut, dann immer, ich gebe es zu, als Sozi hat man immer Schwierigkeiten mit Banken. Überführung aller lebenswichtigen Produktionsmittel, Großbanken und Versicherungen in Gemeineigentum ist vielleicht ein persönlicher Spleen von mir, kein Fan von Privatbanken zu sein. Dann eben der Artikel 161. Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. Missbräuche sind abzustellen. Und noch viel wichtiger, und jetzt sind wir bei der Frage, wie wird denn ein Mehrwert nutzbar gemacht? Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Und weil wir auch was Positives sagen, weil es waren jetzt alles Dinge, die wir nicht erreicht haben, man soll ja irgendwie was Positives sagen, deswegen der Artikel 169, den wir dieses letztes Jahr schon beim Wilhelm-Högner-Preis gefeiert haben. Artikel 169, für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgelegt werden, die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung ermöglichen. Also eine Sache, die wir umgesetzt haben, aber es hat auch in dem Fall mal schlappe 60 Jahre gedauert. Es dauert eben alles noch ein bisschen länger manchmal. Und vielleicht eine Kleinigkeit noch zum Abschluss. Die Juristen mögen es mir verzeihen, wenn ich als Nicht-Jurist sowas etwas flapsig formuliere, aber mich regen diese Reichsbürger immer wahnsinnig auf, die behaupten, wir hätten noch die Weimarer Republik. Und zumindest denen, die in Bayern leben, kann man diesen Zahn sehr leicht ziehen, denn in der schließlich vom Volk beschlossenen bayerischen Verfassung sagte Artikel 186 der Übergangsbestimmungen, die bayerische Verfassung vom 14. August 1919 ist aufgehoben. Damit ist zumindest für Bayern vollkommen klar, was die tatsächlich legitime, rechtmäßige Verfassung ist und damit sollte man auch den Reichsbürgern noch den letzten Zahn ziehen können. Also in diesem Sinne mein Wunsch für die Landtagswahl. Eigentlich brauchen wir gar kein Wahlprogramm schreiben. Wir verteilen die bayerische Verfassung und markieren jeden Artikel, den die CSU bislang nicht umgesetzt hat. Dann haben wir, glaube ich, für die nächsten 30, 40 Jahre SPD-Regentschaft in Bayern genug Arbeit. Der Högner. Ja.
sehr launig. So, unsere kleine Zeitreise. Da machen wir jetzt einen großen, großen Sprung. Bis dahin. Durch die 50er, wo sich die SPD sehr stark für den sozialen Wohnungsbau einsetzt. Durch die 60er, Studentenunruhen, sexuelle Revolution, Hilfe, die Gesellschaft wird komplett umgekrempelt. Durch die 70er, SPD regiert im Bund, bis in die 80er Jahre. Und da sind wir jetzt. Im Radio laufen Nena und Falco. Das erste Mobiltelefon kommt auf den Markt. Damals unfassbare 800 Gramm schwer. Steffi Graf und Boris Becker machen aus Deutschland eine Tennisnation. Das sind die 80er. Und das Umweltbewusstsein steigt. In Bayern bekommt 1984 der Umweltschutz auf Druck der SPD Verfassungsrang. Ab jetzt ist es auch eine der vorrangigen Aufgaben des Staates, Boden, Wasser, Luft, Tiere und Pflanzen zu schützen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir ein Jahr weiter schauen, was dann passiert in der Oberpfalz, im Landkreis Schwandorf. 1985 beginnt der Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennstäbe aus Kernreaktoren in, genau, Wackersdorf. Da kommen schon gleich die Bilder hoch. Mann, da ging es ab. Und wenn einer weiß, wie das damals abging, mit den Protesten, mit dem Widerstand gegen die WAA, dann ist das Franz Schindler, Landtagsabgeordneter aus Schwandorf, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen im Bayerischen Landtag. Er wird gleich auf die Bühne kommen, aber damit wir uns noch so ein bisschen eingrooven, wie das damals war, jetzt noch ein paar Bilder, worum es geht. Es geht um die Wiederaufarbeitungsanlage für verbrauchte Kernbrennstäbe aus Atomkraftwerken. Sollte die sogenannte erste Teilerrichtungsgenehmigung erteilt werden, würden sehr bald im Wald bei Wackersdorf die ersten Bäume umgesägt. Vor 7 Monaten fiel die grundsätzliche Entscheidung für den Standort im Kreis Schwandorf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Rose, vielleicht hat der eine oder andere sich gefragt, wie passt das Thema Kampf gegen die WAA Wackersdorf zu einer Feier zum Thema 100 Jahre Freistaat Bayern. Eine Gleichsetzung des Kampfes gegen die WAA mit dem Widerstand, wie wir ihn gehört haben, 1933 und in den Folgejahren, verbietet sich natürlich, selbstverständlich, ist auch nicht gewollt. Widerstand ist auch ein ganz großes, vielleicht ein zu großes Wort.
wenn es verstanden wird als Widerstand gegen ein unmenschliches Regime. Es gibt aber kein passenderes, weil die Aktionen gegen die WAA in Wackersdorf doch schon mehr waren als nur der Protest von Wutbürgern. Es war für viele ein jahrelanger Kampf mit hohem persönlichem Einsatz, kein Sonntagsspaziergang und nichts für die persönliche Erbauung. Meine Damen und Herren, es soll nichts beschönigt und romantisiert werden. Das Thema passt aber schon zu 100 Jahre Freistaat Bayern, gerade auch zu einer Feier wie heute, weil die damaligen Erfahrungen eben auch zu 100 Jahren Freistaat Bayern gehören und weil in Wackersdorf von 1982 bis 1987, um nur diese wenigen Jahre zu nennen, in einem 7-jährigen Kampf demonstriert worden ist, dass das Abgleiten eines demokratischen Rechtsstaats in einen autoritären Atomstaat verhindert werden kann. Deswegen kann man sich bei so einer Feier wie heute auch darüber freuen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es soll nichts verkehrt und verzerrt werden, aber diese Jahre waren doch ein Beispiel dafür, wie schnell sich ein demokratisch verfasster Freistaat zu einem Atomstaat mit rechtlichen Tricksereien, mit Polizeiexzessen, mit Hubschraubern, Wasserwerfern und CS- und CN-Gaseinsätzen verändern kann. Und auch ein Beleg dafür, dass leider alles richtig war, was Robert Jung, Klaus Traube und viele andere über den Atomstaat geschrieben hatten, wie sich eine demokratisch legitimierte Staatsregierung für die Interessen der Atomwirtschaft instrumentalisieren ließ, keine Scheu hatte, die Sorgen und Nöte der Oberpfälzer nach dem Ende der Maxhütte und dem Braunkohletagebau schamlos auszunutzen und darauf zu vertrauen, dass die bodenständigen und konservativen Oberpfälzer schon eine WAA schlucken werden, weil sie ja sonst nichts haben, meine Damen und Herren. Und es begann, so wie noch jedes Unheil begonnen hat, nämlich mit Dementis und Beschwichtigungen. Und als es nichts mehr zu dementieren gab, mit dem Versuch, die vermeintlich etwas zurückgebliebenen, aber durchaus industriegewohnten Oberpfälzer einzuseifen, mit haltlosen Versprechungen von einer blühenden Zukunft, mit der Verharmlosung der Gefahren der Atomenergie und der WAA im Speziellen, mit inhaltsleeren Hochglanzbroschüren und Freiflügen nach La Hague und nachdem sich immer mehr Oberpfälzer informiert und gerade deshalb resistent und renitent geworden sind, mit der Diffamierung der Gegner des Projekts, mit der Zurechtbiegung der Zuständigkeiten, mit einer Lex Schuerer, mit der Ausrufung von Bannmeilen um eine private Baustelle, mit dem Einsatz von V-Leuten in den Reihen der Bürgerinitiativen, mit dem Versuch einer Kriminalisierung des Widerstands friedlicher Demonstranten, durch Streuung angeblicher Erkenntnisse über Verbindungen bis hin zur RAF, mit der Aufrüstung der Polizei mit Wasserwerfern und Reizgas und mit der psychologischen Aufrüstung junger Polizeibeamter durch den damaligen Staatssekretär Gauweiler, mit bürgerkriegsähnlichen Szenen am Bauzaun, willkürlichen Schikanen durch die Polizei und schließlich, wir haben es gesehen, mit dem Einsatz von 41 Wasserwerfern, mehr gab es damals in der Bundesrepublik nicht, 41 Wasserwerfern, CS-Gas und Hubschraubern bis hin zur Aufrüstung der Justiz mit neuen Gebäuden und Richterstellen und der Einleitung von mehr als 3000 Ermittlungsverfahren gegen WAA-Gegner. Es hat alles nichts geholfen, meine Damen und Herren. Der Widerstand war erfolgreich. Und er war erfolgreich, weil er vielfältig und bunt war. Da gab es die juristische Ebene mit Beschwerden, Klagen und Erörterungsterminen. Da gab es die parlamentarische Bühne hier im Landtag, auch im Bundestag, mit Anträgen, Anfragen, Untersuchungsausschüssen. Ich erinnere an die großen Ansprachen, Reden von Karl-Heinz Hirsemann, von Hans Kohler und später Armin Weiß und andere. Es gab die Dauerpräsenz von zigtausenden Oberpfälzern am Bauzaun und bei Demos. Es gab die Unterstützung der Hunderttausende von Menschen von außerhalb der Oberpfalz. Es gab kritische Journalisten, vor allem in den Lokalen Zeitungen, es gab engagierte Rechtsanwälte und Strafverteidiger und es gab die Kunst- und Kulturszene von Konstantin Wecker, Rio Reiser bis zur Biermöselblasen Dieter Hildebrand und Gerhard Bolt beim Anti-Wahnsinns-Festival in Burgengenfeld mit über 100.000 Besuchern. Meine Damen und Herren, da gab es Menschen unterschiedlichster politischer und religiöser Grundüberzeugungen und Motivationen, die Prototypen der braven Oberpfälzer, die sich in ihrer Ehre getroffen fühlten, weil man sie für so dumm
umhielt, dass sie nicht kapieren, dass eine WAA etwas anderes als eine Fahrradspeichenfabrik ist. Es gab die Natur- und Umweltschützer, die sich Sorgen um die Umwelt und die Schöpfung machten. Es gab die Romantiker, die jegliche Großtechnologie schon immer ablehnten und jeden einzelnen Baum retten wollten. Es gab die christlich motivierten Menschen, die in der WAA einen Anschlag auf die Schöpfung sahen und sich jeden Sonntag am Franziskanermarkt zum Kampfbeten eingefunden haben. Und es gab die ohnehin politisch Engagierten, die grundsätzlich gegen Atomenergie und den Atomstaat kämpften. Zeitweise gab es auch sogenannte Autonome, die nicht nur gegen eine WAA, sondern gegen den Staat insgesamt kämpfen wollten. Es gab die Österreicher, Gott sei Dank, insbesondere die Salzburger, die besonders sensibel waren und wo es heute noch ein Denkmal für den Kampf gegen die WAA gegeben hat. Im Landkreis Schwandorf gibt es erst eine Tafel, aber kein Denkmal. In Salzburg steht immer noch ein Denkmal. Und es gab die 880.000 Menschen, die die Einwendungen unterschrieben haben. Aber, meine Damen und Herren, auch und genauso wichtig war, dass es eine authentische Symbolfigur gegeben hat. Einen, der lange abgewogen, gezögert und erst deshalb, weil er sich für dumm verkauft gefühlt hat, durch die DWK und die Staatsregierung zum WAA-Gegner geworden ist, dann aber alles zusammengehalten hat, ohne zu kommandieren. Ich rede von Hans Schürer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach sieben Jahren nach dem GAU von Tschernobyl, 3 Toten, Hunderten von Verletzten, Tausenden von Strafverfahren, Milliarden unnützer Ausgaben, endete der Spuk schließlich im April 1989 mit einer Bauchlandung der Staatsregierung, die sich mit Verlaub zum Deppen der Atomwirtschaft gemacht hatte. Der damalige Wirtschaftsminister Gustl Lang und sein Umweltminister Dick und wie sie alle geheißen haben. Und viel wichtiger war, die Oberpfalz ist aufgeblüht. Aufgeblüht nach dem Ende der WAA, hat jetzt dort, wo die CSU und die Staatsregierung ein Sperrgebiet für die WAA errichten wollten, 5.000 tolle Arbeitsplätze, viel mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Atomwirtschaft im Übrigen den Bürgerinitiativen klammheimlich bis heute dafür dankbar, dass sie verhindert haben, dass noch mehr Milliarden in den Sand gesetzt werden. Und deshalb müsste eigentlich bis heute die Staatsregierung sich demütig verhalten und dankbar erweisen, anstatt so zu tun, als ob der Bau einer WAA eigentlich nur ein Umweg war, um neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen die WAA Wackersdorf war erfolgreich und Wegbereiter für den bundesweiten Ausstieg aus der Atomenergie. Insoweit ein Anlass, sich an diesem Tag wie heute darüber zu freuen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir ein paar Jahre weiter und sind in den 90ern. Das Internet revolutioniert die Welt, auch wenn E-Mail und World Wide Web doch noch ziemlich in den Kinderschuhen stecken. Nach der Wiedervereinigung versuchen Ost- und Westdeutschland sich zu beschnuppern, langsam zusammenzuwachsen. Ja, und in Bayern hält die spanische Sprache Einzug. Saludos. Amigos, können wir alle, genau. Die Geschichte vom Ministerpräsidenten Streibel, der Zuwendungen bekommen haben soll von Firmen und sich im Gegenzug für deren Interessen eingesetzt haben soll. Und auf dem politischen Aschermittwoch 93 begrüßt er dann seine Parteifreunde ganz lustig und gut gelaunt mit eben Saludos Amigos. Die Affäre hat ihren Namen. Und der Begriff ist bis heute das geflügelte Wort für Vetternwirtschaft. Ein gefundenes Fressen natürlich für sämtliche Kabarettisten, damals wie heute, womit wir bei den Welküren wären. Die drei legendären Schwestern aus der Wellfamilie, die es schaffen, Kabarett und bayerische Volksmusik perfekt zu vereinen. Da darf ich euch jetzt zitieren, weiblich, wuit und eben well. Oder wie es auf der Webseite heißt, und das ist wirklich sehr schön, ich empfehle diese Webseite tatsächlich mal reinzuschauen,
Sie haben ihn gewonnen, den 30-jährigen Krieg gegen Franz Josef Strauß und Streibels Amigos, gegen Wackersdorf und Waldsterben, gegen Frauendiskriminierung und Silikon, gegen, und den Satz finde ich sehr schön, gegen Laktose, Gluten und überhaupt gegen alle Intoleranten. Freuen Sie sich auf die drei. Die drei siegreichen Walküren, Moni, Burgi und Bärbi, ich muss Namen schon noch sagen. Jawohl. Genau, und wir haben uns gedacht, jetzt habt ihr so viel Geschichte gehört und so viel Vergangenes, jetzt machen wir ein bisschen was von jetzt. Und haben uns überlegt, vielleicht passt es ganz gut, zu der momentanen Lage, und zwar ja, ein Leitkulturmarsch, also eine Anleitung zur bayerischen Leitkultur. Genau. Ich hab keine Ruhe, ich muss mich mal einspielen, aber es geht halt nicht. Also nochmal. Kennt ihr mein Heimatland, mein schönes Bayern? Das wollen wir heute Abend mit euch feiern. Am Main im Norden wächst der süße Wein. Im Süden stehen die Berg aus Felsengestein. Grad in der Mitte durch fließt die Donau. Hollere, hollere, du ja, und unser Fähnelein ist weiß und blau. Wir hatschen nicht nach Mekka, sondern nach Altötting. Bei uns gibt's Kirche, Glocken und kein Muhizin. Allahu Akbar heißt bei uns grüß Gott. Und schöne Jungfrauen gibt's bei uns schon vor dem Tod. Und auch lange dürft ihr bei uns keine Frau. Hollere, hollere, du ja, die schau mal, wenn dann schon säuber, grün und blau. Zum Ramadan ruft uns der Nockerberg. Dort loben wir mit Bier und Schweinsbraten Gottes Werk. Wer unser bayerisches Heimatgefühl nicht empfinden kann, den schickt man gleich wieder heim nach Afghanistan. Denn bedroht wer diesen schönen Gottesstaat. Hollere, hollere, du ja, zieht Markus Söder in den bayerischen Dschihad. Ja, und dann haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht noch... Wir haben wirklich, also seit Jahren, eigentlich schon seit wir angefangen haben fast, haben wir im Programm ein Stubenmusical. Und dieses Stubenmusical, das haben wir wirklich schon, also da haben wir inzwischen, ich glaube, 24 Versionen. Genau. Und wir wollten eigentlich eine alte machen, aber von den ganzen Amigo-Affären, aber wir haben gesagt, nein, wir lassen es einfach bei dem, was wir jetzt haben. Und das beschreibt dieses Stummmusical, weil so eine normale Volksmusik oder Stummmusik wird fast keine mehr gemacht. Es gibt ja nur noch Weltmusik. Und jetzt haben wir auch Druck gehabt und haben eben ein Stummmusical gemacht. Und das beschreibt unser Bayern, wie es einmal war, wie es ist und wie es eventuell sei wert. Habt ihr's? Musik.
Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor anno 13. In Bayern gleich gar. Damals regierte schon seine königliche Hoheit der Herr Ministerpräsident Horst, der Fruchtbare. Ein kunstsinniger Monarch. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam, die Ministranten wieder schweigsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Ja, es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte Hermanns Schande-Marie und für die Gerechtigkeit die königlich-bayerische SPD. Zum Paradies zu untergraben, zu plündern und zu schänden. Die Minister bereicherten sichere Frauen, Kinder und Kindeskinder auf Kosten der bayerischen Bürger. Eine besonders ausgeschämte Kabinettspritschen bastelte gemeinsam mit psychopathischen Mördern unsinnige Spielzeugautos, die sich kein Kind in Bayern leisten konnte. Der König einmal eine gute Idee hatte, die Vorsah nicht Bayern mit einem Wegezoll zu belegen, harrt dieses Projekt seit jeher auf seine Verwirklichung dank der Unfähigkeit seiner ministerialen Platzpatrone in Berlin. Aber auch Horst der Erste selbst wurde von Wankelmut und Sprunghaftigkeit befallen. Windmühlen wurden auf- und abgebaut, Stromtrassen zuerst genehmigt und schließlich wussten nicht einmal mehr die bayerischen Kinder, wie lange sie zur Schule gehen mussten. Und dann geschah es, das Undenkbare. An einem Sonntag im September anno 17 wurde Horsts Hofstaat auf der rechten Flanke angegriffen, überrollt und beinahe komplett vernichtet. Ehemals folgsame bayerische Untertanen hatten mit wütenden Schergen aus dem Osten paktiert und des Königs Macht und Einflussbereich ins Wanken gebracht. Die absolute Untergrenze war erreicht. Zweifeleiten. Nebelschwaden über dem Altmühltal. Horst der Erste steht schwer verwundet auf dem Autobahnrastplatz in Greding. Der Transitzone zwischen Bayern und dem nicht ganz so sicheren Drittstaat Franken. Hinter einer Zapfsäule lauert Markus Söder, der vergeblich versucht, sich mit einer Warnweste zu tarnen. Söder! Komm raus! Ich hab dich schon gesehen, du charakterloser Protestant. Jetzt witterst du deine Chance, aber bei dir gelangt sechstens zum Faschingsprinzen. Aber nie und nimmer zum Ministerpräsidenten, zumindest nicht lang. Du hast jetzt schon deinen letzten Schussbrunst. Komm raus!
von Wut und Ehrgeiz gepackt, stürzt Söder mit einem fränkischen Rechen aus seinem Heimatmuseum auf Seehofer zu. Dieser erkennt die Gefahr wie immer sofort und zückt Putins Gasgeschenk, eine 1944er Kalaschnikow, die eigentlich für seinen Kampf gegen die Unrechtsherrschaft in Berlin gedacht war. Unter Seehofers Dauerfeuer rammt Söder seinen Rechen in Horsts rechten Unterschenkel und übermittelt mit letzter Kraft den Nürnberger Nachrichten die Kunde seiner Heldentat per WhatsApp, bevor er sich blutend in den Sanifair-Bereich der Raststätte retten konnte. Im Oktober 2018 erlagen Markus Söder und Horst Seehofer ihren schweren inneren Verletzungen, da auch die erhoffte Heilung durch die Landtagswahl nicht eingetreten war. Genau zum Todeszeitpunkt stand Natascha Kohnen in einem gülden, schimmernden Adlerdirndl neben Dieter Reiter im Schottenhammel und wünschte dem bayerischen Volk eine friedliche Wiesen. O Zapftis! Wir müssen einen Zeitplan einholen. Kommt sie klar? Zeitplan, genau. Wir hängen. Ja, schnell. Jetzt müsst ihr. Ihr kriegt Hilfe. Gut. Die starken Frauen. Ja, wir sind wieder in der Gegenwart. Wir sind 2018. Und wenn wir zurückdenken, vergleichen 1918, da sind die Lebensverhältnisse heute natürlich schon anders, 100 Jahre nach der erkämpften Freiheit. Und in vielen Dingen sicherlich besser, aber sicherlich auch einiges noch besser zu machen. Gerade wenn wir an die nächsten Generationen denken. Die müssen das nämlich alles noch stemmen und packen. Aber da fragen wir sie vielleicht einfach besser selbst, die nächste Generation, was ihnen wichtig ist, was sie sich von der Politik erwarten. Melanie Geigenberger hätte da was zu sagen. Sie ist Sprecherin der Münchner DGB-Jugend und Gewinnerin des Polit-Slam 2017. Bitte, Melanie. Ja? Möchtest du? Und er handelt vom letzten Freitag, da hatte ich Geburtstag und wir waren abends aus und darüber geht es. Freitagabend, 22.30 Uhr, ich sitze mit Freunden um einen Tisch, wir heben die Gläser. Der Flüssigkeitsspiegel in meinem Glas nähert sich bedrohlich dem Nullpunkt, ich sank in den Polstern ein und mein Arm legte sich um meine Schultern. Woran denkst du? Fragte er. An die Freiheit, sagte ich. Es gab zwei Möglichkeiten, in dieser Situation abzubiegen. 1. Er drehte meinen Kopf zur Seite, küsste mich und flüsterte mir danach ins Ohr, so frei wie heute werden wir nie wieder sein. 2.
Er lacht, wir heben die Gläser und sagen, so frei wie heute werden wir nie wieder sein, danke dir, George Orwell, und kippen den Schnaps auf Ex unsere Kehlen hinunter. Die Menschen um den Tisch lachen, Gläser klirren und für einen kurzen Moment war Stille. Meine Freunde still zu kriegen, schafft man entweder mit Hopp und Ex oder die SPD will schon wieder eine GroKo. Augen rollten, Seufzer entwichen und ich klickte auf den Button meines iPhones, um auf die Uhr zu schauen. 22.33 Uhr und die Meldung zur Ausrufung der konservativen Revolution. Er sagte, Welcome to 1974, und die Diskussion entbrannte. Überwachungsstaat, Staatstrojaner, Chatbots, autonome Autos und dass Bill Gates sein Geld von der Erde bis zum Mond stapeln könnte. Was wir uns alles leisten könnten, wenn Leistung endlich nicht mehr alles ist, aber was kostet schon die Welt oder zumindest mal Pommes und eine kleine Cola? Lachen, Seufzen und das resignierte Blicken auf das Smartphone-Display. Jemand sagte, stellt euch mal vor, was wäre, wenn die Kreativität auch nach 30 noch erhalten bliebe. Denn wir haben noch Ideen für diese Welt, aber da wurde mir gesagt, ich sei ein Zwerg, Kind wurde ich genannt. Erfahrung wäre das Maß, an dem gute Ideen zu messen sind und ich hätte keine davon. Ich soll die Erwachsenen hier mal machen lassen, ich sei Küken, Mädchen, nicht verantwortungsbewusst, erfahrungslos, nicht wissen, ohne Realität sind, zu rebellisch, zu visionär und emotional, zu revolutionär für diese Welt. Die Jugend, die dürfte das, gegen ihre Fesseln sich erheben, aber wehe, wehe, ich trete über diese Linie, die rote Linie, die Martin Schulz nie ziehen wollte. Die Erwachsenen, die seien vernünftig, das hier ist kein Platz für die Revolution, denn wir machen hier ernste Politik, Schätzchen. Ihr wollt den Mindestlohn um 1 Euro erhöhen? Ich will eine Welt, in der kein Mindestlohn gebraucht wird. Ihr diskutiert über Grenzwerte? Ich will eine Welt ohne Abgase. Die Technologien haben wir doch dafür. Ihr streicht Panama von der Steueroasenliste? Ich will keine Steuern zahlen, weil wir die Idee von Geld überwunden haben. Scheiß auf Geld, scheiß auf Steuererklärungen. Denken Sie groß. Ich will Star Trek in den Köpfen, ich will mich beamen können, ich will in Afghanistan Kaffee trinken, in Israel auf den Straßen tanzen und danach im Dschungel Mowgli suchen. Ich will ins Weltall fliegen, spitze Ohren haben. Ich will das Wort Geschlecht streichen und durch Mensch ersetzen. Ich will Kinder mit Familien so groß wie ein Raumschiff. Ich will nicht die Ehe für alle. Streich Ehe durch Liebe und wir haben einen Deal. Ihr lacht, es ist mir ernst, denn es ist meine Welt. Und ich lebe hier noch länger drauf. Ich sehe nicht zu, wie Omas alleine sterben, alte Männer von obdachlosen Spikes vertrieben werden. Ich sehe nicht zu, wie der Regenwald abgeholzt wird und wie Männer an der Macht sich aufgeilen an diesen großen roten Knopf, auf dem Rakete abfeuern steht. Und das auch noch über Twitter verkünden. Ich sehe nicht zu, wie in Teilen der Welt Kinder vergewaltigt werden, Frauen von Medienmogulen in den Schritt gefasst bekommen und Männer, die immer noch nicht weinen dürfen. Und das passiert jeden Tag, heute, hier in meiner Welt. Und es ist Nacht. Ich sitze mit meinen Freunden um den Tisch, wir heben die Gläser und trinken auf unsere Freiheit. Wir, weiße, privilegierte Studentinnenkindern mit wenig Kohle, aber genug für diesen 12-Euro-Cocktail. Wir heben die Gläser und sagen, so frei wie heute werden wir nie wieder sein. Wir halten uns in den Armen und glauben fest daran, dass für heute der Kampf vorbei ist. Morgen früh, da geht es weiter. Mit Fahnenstangen in der Luft, Botschaften auf den T-Shirts in den Parlamenten dieser Welt. Unsere Revolution, so leise sie heute ist, so laut wird sie morgen wieder sein. Aber heute, naja, was ist denn mit gestern? Gestern schon fingen wir an, vegan zu leben, Plastik zu vermeiden und Carsharing statt Bonzenautos zu betreiben. Wir züchten Radieschen auf den kleinen Balkon unserer 17 Quadratmeter Altbauwohnung und teilen mehr, als wir haben. Wir halten Türen auf und sagen, grüß Gott, wie es sich in Bayern noch so gehört. Und zum Dank wird gesagt, die Jugend von heute ist so unhöflich. Und es ist Nacht, um mich herum Menschen, die seit Jahren ihre kleine Welt ein bisschen besser machen wollen, weil sie Menschen lieben. Und da sitzen Menschen, Herzen größer als das Meer und ihre Haut bunter als Blumenmeere. Wir haben Hipster, Bärte, Man, Buns, Boyfriend, Hosen und Brillen so groß wie die eurer Eltern. Wir tragen kein Gucci, mehr so self-made. Jutebeutel statt Handtasche, Fairtrade statt Marke. Wir leben manchmal auch total Polyamor, weil große Liebe ist vielleicht auch so 1980. Wir klingeln unsere Freunde nicht mehr vor der Tür raus, aber wir skypen über tausende von Kilometern, um uns gute Nacht zu sagen. Wir gehen abroad, wir reisen durch die Welt. Wir leben einen Monat mit buddhistischen Mönchen und helfen auf Teeplantagen in Bangladesch. Wir reichen Menschen im Meer die Hand, während die Welt auf sie schießt. Die einen heißen Terroristen und die anderen Regierung.
Wir sind total digital und reden komisch. Wir verstehen den Unterschied zwischen okay, okay und okay Punkt, weil unsere Sprache mehr ist als Roffel-Loll. Wir sind ein bisschen anders, aber nicht anders als ihr. Unsere Herzen schlagen für diese Welt, unsere Hände umarmen unsere Liebsten und unsere Augen blicken in die Zukunft. Und ich habe Ideen für diese Welt. Da wurde mir gesagt, ich sei ein Zwergkind, wurde ich genannt. Erfahrung wäre das Maß, an dem gute Ideen zu messen sind. Und ich habe so viel davon. Ich lasse die Erwachsenen nicht einfach mal so machen. Ich bin weder Küken noch Mädchen. Ich bin Frau, trage Verantwortung, habe Erfahrungen, habe Wissen, Visionen und Emotionen. Und die sind nicht weniger wert, bloß weil ich 25 bin. Ideale haben nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit Charakter. Und das ist unsere Revolution. Wir haben die Messer und Säbel in Kisten gepackt. Wir haben sie in Nuller und Einser transformiert. Wir glauben an das Gute im Menschen und im Internet, aber nicht an das im Kapitalismus. Lasst uns mal nach den Sternen greifen oder auch mal nur nach mehr. Heute Zwerg und morgen Riese. Ein bisschen Größenwahnsinn kann nicht schaden. Und wir stehen am Start. Wir tippen mit den Füßen wie Pferde, mit den Hufen scharren. Wir schütteln uns, wir warten drauf. Wenn ihr wollt, sagt los. Wir sind bereit. Und es ist 4 Uhr früh. 6 junge Leute stolpern aus dem Pub in die Nacht. Es riecht nach Frühling, Bier und Hormonen. Umarmungen, Liebesbekundungen, Küsse rechts und links und er flüstert mir ins Ohr, auf dass wir morgen noch so frei sind wie heute. Dankeschön. Es ist noch nicht ganz 4 Uhr morgens, es ist kurz nach 9. Und ich weiß, ja, es gibt jede Menge Anregungen, die Sie mitgenommen haben aus unserer kleinen Zeitreise. 100 Jahre, Freistaat Bayern, was nehmen wir alles mit für die Zukunft? Wie wollen wir ihn weiterentwickeln, unseren Freistaat? Wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir leben? Sie haben gleich die Gelegenheit, sich bei unserem kleinen Empfang auszutauschen, angeregt zu unterhalten. Aber vorher möchte ich zum Finale des Abends die Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags, Inge Auris, auf die Bühne bitten. Bitte, einen schönen Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Sorge, es kommt keine große Rede mehr, sondern nur ein Dankeswort. Ich möchte mich bedanken im Namen unseres Fraktionsvorsitzenden Markus Rindersbacher, aber auch im Namen unserer gesamten Fraktion, die heute in ganz großer Zahl angetreten ist, um dabei zu sein, um mit Ihnen 100 Jahre Freistaat Bayern zu feiern. Und ich möchte mich bedanken bei unseren Protagonisten in Anführungsstrichen und ich darf zunächst einmal unsere beiden Historiker hervorheben, die uns in guter Mitnahme in die Historie zurückgeführt haben. Ihnen, Herr Dr. Georg Schulz und Herrn Dr. Markus Schmelzer, wir bedanken uns ganz herzlich. Sie haben uns mitgenommen auf diese Reise zurück. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, unser Aushängeschild der SPD, unsere Bundesministerin AD, wie wir Franken sagen, AD. Liebe Renate, ich freue mich, du hast uns wieder mitgenommen und du hast uns gezeigt, was die Politiker und die Politikerinnen alles können. Was du geleistet hast, ist in deiner Rede mit hervorgekommen. Und ich sage dir immer ganz ehrlich, wir Franken sowieso, wir müssen sowieso zusammenhalten, damit wir in Altbayern bestehen können. Aber Renate Schmidt hat uns gezeigt, lieber Markus Rindersbacher, sie ist ein Vorbild für uns in der SPD-Fraktion. Von ihren Prozenten für die SPD, da träumen wir, aber wir kämpfen auch dafür. Wir sind immer ganz stolz, dass du immer wieder zu uns kommst, zurück. Der Täter kehrt an den Tatort zurück, wie es so schön heißt. Aber in diesem Falle freuen wir uns immer, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst, denn das macht auch uns immer wieder Mut, nach vorne zu denken. Also vielen, vielen Dank noch einmal, dass du heute die Rede gehalten hast. Ja, liebe Dr. Hildegard Krona, bitte.
Liebe Volkmar Halbleit, ihr habt uns auch gezeigt, wie wichtig die bayerische Verfassung ist. Du warst ja auch selber im Landtag tätig, auch als, an der Seite deines Mannes als Oberbürgermeisters Gattin hast du ja auch sehr viel mitzureden in der Stadt München, aber auch für den Bayerischen Landtag. Danke euch für euren Dialog, hat uns sehr interessiert. Der Ludwig Högner ist wahrscheinlich noch drüben in der anderen Veranstaltung, aber ich möchte heute sagen, sein Uropa hätte bestimmt heute im Himmel da oben seine Freude an ihm. So einen eloquenten Auftritt, den hat man eigentlich selten erlebt. Er ist eine gute Bereicherung für den heutigen Abend gewesen. Lieber Franz Schindler, wir sind manchmal nicht immer einer Meinung, aber ich habe schon in Waggersdorf mitdemonstriert, das weißt du halt leider nicht mehr, aber wir Oberfranken sind auch schon immer in die Oberpfalz gefahren, um euch zu unterstützen. Und wenn man das wieder sieht, was ihr da geleistet habt, aller Ehren wert, eine tolle Einführung, ein toller Rückblick auf diesen Kampf in Waggersdorf, den wir alle gemeinsam geführt haben, aber an vorderster Front, ihr von der Oberpfalz, aber wir sind die Nordallianz, das müsst ihr auch wissen. Ja, die Zukunft haben wir gerade gehört. Leider ist die Frau Geigenberger jetzt schon rüber wieder in den anderen Saal gegangen. Aber ich glaube, sie hat in einer hervorragenden Weise dargelegt, wie die jungen Leute sich einbringen. Und wir waren auch mal Jusos und haben gegen die Abgeordneten demonstriert und Leserbriefe geschrieben. Das ist der Lauf der Zeit. Das muss man respektieren, das muss man anerkennen. Und die jungen Leute muss man auch unterstützen. Sie sind die Zukunft, die vor uns liegt. Sie gestalten die Welt. Und deshalb freue ich mich, dass heute so ein großer Beitrag von ihr geleistet worden ist. Ja, meine Damen und Herren, die Walküren, wir haben es vorhin gehört, über 30 Jahre sind sie unterwegs, so lange bin ich auch schon unterwegs. Sie haben damals schon Aufruf zur Fantasie, das war ja schon damals die Zeiten, wo sie auch zu uns aufs Land gekommen sind, da waren sie noch keine Stars. Jetzt sind die Stars und wir möchten ihnen danken. Der Herr Freller hat manchmal sogar mitgeklatscht, Herr Freller, ich hoffe, Sie werden nicht ausgeschlossen aus der CSU, aber es war eine feine Sache, was Sie heute gebracht haben. Ganz, ganz toll. Sie haben uns mitgerissen. Die sind einfach fantastisch. Ja, lieber Herr Verfassungsgerichtshofspräsident, Sie sind heute ja mit eingebunden gewesen sozusagen. Sie wissen, wir haben ja dort noch eine Klage anhängig. Ich will nur noch einmal daran erinnern. Könnte ja theoretisch sein, dass die noch vor dem 14. Oktober entschieden wird. Und dann schauen wir mal weiter. Aber, liebe Frau Rose, Ihnen gilt unser Dank, nicht nur, weil Sie beim Bayerischen Fernsehen arbeiten und heute Ihr Chef sogar da ist, der Herr Wagner, aber auch der Rundfunkratsvorsitzende, unser Prälat Dr. Wolf, passt heute auf Sie auf. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Moderation. Das ist ganz, ganz toll, dass Sie uns unterstützt haben. Und im Namen unseres Fraktionsvorsitzenden, im Namen von Natascha Kohnen, die leider in Berlin ist, die wäre heute gern dabei gewesen, aber ich glaube, sie wird da oben einen guten Job für uns in Bayern machen, wird gute Verhandlungen führen. Wir freuen uns jetzt und vorhin haben wir gesagt, wir trinken auf die Freiheit. Sie sind eingeladen von der SPD-Fraktion, Sie sind unsere Gäste. Trinken Sie und essen Sie, ist alles kostenlos. Thank you.